Wir spielen Elex 2, eine Beta-Version von Elex 2. Das Spiel erscheint am 1. März 2022 für den PC und für Konsolen. WB Writing Bull, bei mir live auf Gast auf Twitch. Dort zeichnen wir auch für die YouTube-Zuschauer zwei Entwickler, beziehungsweise Entwicklerinnen und Entwickler, Jenny Pankratz und Björn Pankratz von Piranha Bytes. Hallihallo. Hallo. Hallo. Na? Schön, dass ihr dabei seid. Finde ich vor allem cool, dass ihr bei einem nicht ganz so riesengroßen Twitch-Streamer und YouTuber vorbeischaut und bei meiner Community. Das freut mich total. Das Spiel schon einige Male vorgestellt mittlerweile bei diversen Spielemagazinen und bei Pizmeet und Gronk war das zu sehen. Jetzt auch bei mir. Ihr seid dabei, freut mich sehr. Wir kennen uns auch ein kleines bisschen. Ich habe euch zweimal, glaube ich, besucht in den vergangenen Jahren, auch bei Elex schon. Bei Elex hatte ich das mit Jenny zusammengespielt, bevor es erschienen ist und freue mich total, dass es auch möglich ist. Stimmt, das hat Spaß gemacht. Elex 2 ist fast schon fertig, würde ich sagen. Ich lasse im Hintergrund mal kurz, gleich spielen wir auch gemeinsam, ein bisschen B-Roll, also ein bisschen vorbereitetes Material laufen. Wenn ihr darauf schaut, was rauskommen wird am 1. März, ihr zwei, wie weit ist das Spiel noch von der Release-Qualität entfernt? Was müsst ihr noch machen? Ja, vor allen Dingen sind wir jetzt noch ein bisschen am Optimieren. Ne? Das heißt, wir wollen ja auf PC, auf Xbox One, Series X und S, auf PlayStation 4 und auf PlayStation 5 erscheinen. Und das bedeutet, dass alle Versionen sozusagen durch die Submission müssen. Das bedeutet, wir müssen die bei Microsoft und Sony abgeben und die werden dann dort nochmal angeschaut und die sagen dann, ja, ist okay oder nein, wir müssen da noch ein bisschen dran basteln. Es geht vor allen Dingen um Sachen Performance. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen wie viel darfst du denn jetzt noch rausholen und wie performant muss es sein? Und diese Gratwanderung, die gehen wir gerade, um zu gucken, ja, es sollte flüssig laufen und gleichzeitig trotzdem hübsch aussehen. Und da feilen wir quasi an beiden Ecken noch ein bisschen. Und so richtig fertig ist man nie. Man hat immer irgendwie was zu tun. Wir haben auch noch ein paar Sachen, die noch nicht so richtig rund laufen, wo wir noch dran rumfeilen. Ne? Und ja, das nennen wir dann Polishing und Bugfixing. Und da sind wir auch noch zugange. Ich habe jetzt ein bisschen mich schon eingespielt in den letzten beiden Wochen, hatte viel Freude daran, spielt sich natürlich sehr ähnlich wie der Vorgänger wie Elex. Für diejenigen, die das Spiel nicht kennen sollten, das Vorgängerspiel, mögt ihr mal in wenigen Sätzen beschreiben, um welche Welt es geht und vor allem welcher Geist und welcher Stimmung in dem Spiel drinsteckt, Jenny? Also Elex 2 ist ein waschechter Nachfolger sozusagen. Das heißt, die Geschichte geht tatsächlich weiter. Wir hatten ja auch so einen klitzekleinen Cliffhanger in Elex 1 eingebaut. Für die, die es noch nicht gespielt haben, es ging um eine Welt, eine große Welt, ähnlich wie unsere sozusagen. Und da fiel ein Meteor drauf, hat nahezu alles zerstört. Und der hat so eine Substanz dabei gehabt, die nennen wir Elex. Und Elex ist sehr mächtig. Das ist eine Substanz, die wird benutzt, um Magie zu wirken zum Beispiel. Die kann man auch in Waffen benutzen und um bestimmte mächtige Waffen zu bauen. Und man kann die auch konsumieren. Es gibt verschiedene Fraktionen in der Welt, selbstverständlich wieder, denen man sich anschließen kann. Also theoretisch sogar, also nee, faktisch sogar in beiden Spielen. Und diese Substanz, die möchte jeder haben. Das ist so ein bisschen das, worum es geht. Story, ich weiß gar nicht, wie soll ich spoilern von Elex 1, die Story? Also es sind ein paar Jahre vergangen, zwischen 1 und 2. Und jetzt spielt man quasi denselben Helden wieder. Am Anfang passiert ihm so ein bisschen was, da ist er wieder ein bisschen geschwächt. Und dann kann man quasi die Geschichte weiterspielen und herausfinden, was da am Ende vom ersten Teil passiert ist. Und das Spiel sollte sich auch selbst erklären. Das heißt, selbst die Elex 1 jetzt nicht gespielt haben, könnten sich Elex 2 angucken. Natürlich die Anspielungen, die wir auf den ersten Teil machen, die versteht man dann nicht so direkt oder erkennt Personen nicht wieder. Aber die Geschichte, die im zweiten Teil erzählt wird, die erklärt sich von selbst. Und es gibt quasi eine neue Bedrohung und um die geht es dann im zweiten Teil. Im Kern ist es eine postapokalyptische Welt, wo die restlichen Überlebenden des Unglücks nach 166 Jahren jetzt mittlerweile um ihr Überleben kämpfen. Die haben sich in mehreren Fraktionen zusammengeschlossen, die dann unterschiedlichen Glauben und Intentionen folgen. Da gibt es diesmal tatsächlich sogar ein paar mehr. Also wir haben
angefangen. Der Arbeitstitel von Elex war damals Evolution. Das heißt also so Evolution wollte ich darstellen, dass man so einen Abriss hat der Menschheit vom Mittelalter oder vom Höhlenmenschen oder sowas bis hin zum futuristischen Sturmtruppler, sowas, ja, in der Art. Und ja, und daraus erwuchsen dann diverse Fraktionen, die tatsächlich irgendwie mehr oder weniger alles von Epochen der Menschen, wie man sich die vorstellen kann, abdecken sollten. Und ja, so, das ist so ungefähr das, worum es geht. Darf ich kurz eine Chatfrage beantworten? Ja, unbedingt. Der Nysosim hat gefragt, Nysosim, geh mal in deiner Xbox Series X im Spiel in die Optionen und ändere den Performance-Mode, dann sollte es klappen. Wir schauen uns das Spiel jetzt mal gemeinsam an, legen los, zocken etwa 2 Stunden lang, zwischendurch plaudern wir nochmal und am Schluss auch über die Fragen, die auch im Chat auflaufen. Und wir spoilern nicht vorneweg abstrakt die Handlung, wir erleben sie einfach gemeinsam. Nur eine Frage, die im Chat auftauchte, die sollten wir vielleicht doch unbedingt nochmal antworten. Es geht das Gerücht um im Chat, Björn, es geht das Gerücht um im Chat, in deinem Glas sei Elex. Du würdest Elex saufen. Ja, vielleicht. Aber Elex ist nicht braun. Elex ist eigentlich blau oder lila. Ne? Aber das ist Cola. Na, dann ist ja alles gut. Es gibt noch ein andersfarbiges, ähnliches Elex. Das, ach komm, schauen wir uns gemeinsam an, dann seht ihr das auch gleich. Wir starten ein neues Spiel. Wie gesagt, das ist die Beta-Version. Ich starte normal. Am Anfang wird viel geredet und viel erklärt. Schaut es euch an. Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten. Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. So, und darum kümmern wir uns jetzt, um diese unbekannte, diffuse Bedrohung. Rein ins Spiel. Wir starten in einer zauberhaften Landschaft.
Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Hoffentlich schaffen wir das. Zwei Bestien, die uns überfallen haben. Wir spielen wieder mit Jax, mit dem Helden aus dem ersten Teil. Ihr seid bei WB, bei Writing Bull live auf Twitch, nachher auf YouTube, wisst ihr schon. Und herzlich willkommen an alle, die gerade dazugekommen sind. Ich spiele und mit dabei sind Jenny Pankratz und Björn Pankratz von Piranha Bytes. Und wie üblich bei solchen, ich spiele vor allem bei solchen Action-RPGs, beginnen wir. Man braucht immer einen erzählerischen Kniff, irgendeinen Dreh, dass man wieder bei Null anfängt. Ne? Dass man nicht mit den tollen Fähigkeiten bei einem Helden startet, die man am Ende des letzten Teils hattet. Und den Dreh habt ihr gerade mitbekommen, oder zumindest einen Teil davon, in der Hütte, in der wir gehaust haben, ist das Unheil eingeschlagen. Wir müssen von Null anfangen, sind unsere Ausrüstung und unsere Wertgegenstände geraubt. Und außerdem, da wird gleich auch noch etwas erzählt, vieler Fertigkeiten sind wir auch beraubt worden. Laufen wir einmal rum. Das kennt ihr. Man läuft hier rum als Vorgänger. Scheiße. Mit WASD, schaut sich alles an. Der Turm ist genau auf meinem Haus gelandet. Kann Dinge aufnehmen und Ausrüstung kann ich wohl vergessen. Zwischendurch einmal kurz kochen mit. Es gibt ein Tutorial, das bisweilen auf klickt und wo einem die wichtigsten Sachen auch dann, wenn man Elix 1 nicht kennt, dann erklärt werden. Manchmal ein bisschen länger die Taste drücken, die angezeigt wird, dann hat man etwas fertig. Nehmen Heiltränke mit. Wir haben ein bodenloses Inventar. Wenn man tappt, kann man sich alles anzeigen lassen. Ich mache mal kurz einen Schnelldurchlauf durchs Inventar und die Spielmechanik. Oben seht ihr verschiedene Reiter mit Attributen. Kann man nachher unsere Lernpunkte umsetzen hier in verschiedene Fähigkeiten, die schalten zum Beispiel frei, dass man bestimmte Waffentypen benutzen kann. Mit Intelligenz kann man nachher beispielsweise sein Jetpack verbessern, ein Teil, das man sich auf den Rücken schnallt und wo man kleinere Entfernungen fliegen oder schweben kann. Dann gibt es noch andere Fertigkeiten zum Knacken von Schlössern oder anderen Geschichten. Das sind die Fähigkeiten, das sind Möglichkeiten, Dinge zu craften, Dinge herzustellen, seine Waffen besser zu beherrschen. Dafür braucht man jeweils einen Lehrer, den treffen wir, den Lehrer oder die Lehrerin, an verschiedenen Orten auf der Karte und müssen dann teilweise unsere Währung ausgeben. Das ist nicht Gold oder Geld, sondern Elixit. Bestimmte Lernpunkte, das ist etwas anders als die Attributspunkte eben. Und ja, dann noch manche Attributspunkte braucht man als Voraussetzung dafür, um solche Fähigkeiten dann lernen zu können. Das Inventar ist bodenlos, er passt unheimlich viel rein. Jax ist ein Mensch mit sehr, sehr großen Taschen. Oben links wird das in verschiedenen Kategorien angezeigt. Hier gibt es Slots an der Person selber, wo man Gegenstände reinziehen kann. Zweihändig kämpfen, einhändig kämpfen, Helme auf dem Kopf, Klamotten, Stiefel, kennt man von vielen anderen Rollenspielen auch. Das ist das Log. Hier werden die Quests im Laufe der Zeit angezeigt. Die kann man dann sich dann auch markieren und verfolgen lassen hier drauf auf der Karte. Die kann man auch immer zwischendurch aufrufen. Das Besondere bei der Karte ist, dass man ja selber auch einzelne Markierungen reinsetzen kann. Da kann man sich zum Beispiel, wenn man hier drauf klickt und dann setzt Marker anzeigen lassen, eines der vorgefertigten Symbole wählen oder ja, und sich einfach markieren, warum das ein Platz ist, an dem man vielleicht zurückkehren möchte. Und es gibt das Glossar, da werden im Laufe der Zeit zum Beispiel die Kreaturen erklärt zum Nachschlagen mit kleinen Geschichten und andere wichtige Dinge aus dem Spiel. Liebe Grüße an den Chat, schön, dass ihr alle da seid, ihr seid natürlich nicht im Spiel selber. Das ist so gefährlich hier. Ich muss die Grundvoraussetzung dafür, wie es ja funktioniert. Ich mache die Musik wieder. Ja? Entschuldige bitte. Drei Dinge würde ich ergänzen sogar. Gerne. Den Rucksack, den nennen wir immer liebevoll Volumenreduktionsrucksack, deswegen passt da so viel rein. Das ist witzig. Und die Attribute, das haben sehr viele Leute immer gefragt, die haben in Elex 2 auch eine Eigenfunktion. Das heißt, sie sind Voraussetzungen, aber sie machen dich selbst an der passenden Stelle auch besser. Das heißt, die haben zum Beispiel einen Einfluss auf den Schaden deiner unterschiedlichen Waffen. Und das Dritte habe ich jetzt vergessen. Fällt es mir gleich vielleicht wieder ein. Fällt dir sicher gleich ein, auf jeden Fall. Da kommt schon das erste Monster. Wir gehen in den Kampf rein, ziehen unsere Waffe und dreschen einmal drauf. Links seht ihr hinter mir einen roten Balken. Einen roten Balken, das ist beim Rot und Gelb. Gelb ist so eine Art
Gelb ist die Ausdauer auch beim Gegner, genau. Und rot ist bei uns Lebenspunkte, rechts das Gelbe ist Ausdauer. Ausdauer verliert man dann, wenn man bestimmte Angriffe durchführt. Es gibt Angriffe, die mehr Ausdauer verbrauchen, andere, die verbrauchen weniger. Wir können nachher auch zwischen verschiedenen Waffen wechseln. Es gibt eine Quick-Slot-Leiste, dass man auch im Kampf oder davor wechseln kann zwischen verschiedenen Waffen oder Ausrüstungsgegenständen. Plündern einmal, nehmen Beute an uns und rennen weiter. Das, was ich sehr cool finde an dem Spiel, ist, im Augenblick spiele ich ja so halbwegs planvoll. Das mache ich privat eigentlich nie. Ich bin so der Typ, der durch diese Spielwelt durchrennt und einfach alles einmal erkunden muss. Und vor allem, ich will immer da einlaufen, wo ich das Gefühl habe, da wollen mich die Entwickler eigentlich nicht hinlotsen unbedingt. Weil das finde ich immer am spannendsten, irgendwo hinzurennen und zu gucken, ob es da auch irgendwas gibt. Und das Schöne ist bei eurem Spiel, das ist möglich. So kann man das spielen, ne? Wenn man das will, dann muss man halt damit leben, dass man irgendwo hinkommt, wo es dann halt schwerer ist. Wir stehen halt auf maximale Freiheit. Wir haben halt irgendwie gesagt, so, das ist das Wichtigste bei diesem Spiel. Du sollst auf alles klettern können. Nachher, wenn du ein Jetpack hast, sollst du auch überall hochfliegen können. Dass jeder Punkt, den man sieht, fast nahezu. Irgendwann ist die Welt ja zu Ende. Man kann ja nicht endlos spielen. Aber dass man nahezu überall hinkommt, was man sieht. So, das war für uns das Wichtigste bei diesem Spiel. Bei dieser Welt, und dazu gehört dann auch natürlich, dass man nicht unbedingt den vorgefertigten Weg geht, ne? Auch wenn es das Tutorial ist. Nichts wie weg hier. Zwischendurch auch gerne mal die Frage in Chat herein, sind unter euch nur Elex-Veteranen oder sind bei euch auch Leute, die das Spiel jetzt gerade das erste Mal entdecken oder das nur aus den Medien kennen, die ganze Elex-Reihe aber selber noch nie gespielt haben? Das würde mich sehr interessieren und wahrscheinlich auch unsere beiden Entwickler. Laufen ein Stückchen weiter vor, haben dann noch weitere Kreaturen, die wir uns schnappen können. Eine schwache Blutkralle. Ein starker Angriff. Wir fokussieren automatisch auf die Feinde. Wir können ausweichen. So zum Beispiel. Jetzt wird es mir gerade empfohlen. So zum Beispiel in alle Richtungen. Genau, den haben wir modifiziert. Also es ist ein bisschen einfacher, denke ich, jetzt zu kämpfen als in Elex 2 noch. Weil es kein Kombosystem mehr gibt, was es in Elex 1 noch gab. Du kannst sowohl die Kamera freier bewegen, als auch selber deine Schläge timen. Wenn du jetzt zum Beispiel lange auf die Maustaste drückst, dann holt er auch lange aus. In dem Moment, wenn du loslässt, dann schlägt er zu und so kannst du selber entscheiden, wie du kämpfst. Das war ein langer Schlag, kostet viel Ausdauer und ist natürlich wirkungsvoller. Und die kleinen von eben. Ausweichen geht auch. Das zeige ich jetzt mal kurz außerhalb des Kampfes. Einfach mit Steuerung und mit den Tasten. So zum Beispiel eine Rolle nach hinten. So eine in alle möglichen Richtungen. Und das kann man im Kampf auch aneinander rein beispielsweise. Wir rennen noch ein Stückchen weiter vor. Schaut mal, was da oben gibt. Man kann überall hinlaufen. Überall kann sich Loot verstecken. Klettern hier einmal rauf. Schauen, was hier gibt und entdecken auch da hinten. Da kann man noch etwas einsammeln. Mal gucken, ob ich rüberspringen kann. Schauen, ob ich das schaffe. Einmal sprinten. Ja, und einmal hoch, bitte. Beinahe, etwas zu spät. Und nochmal rauf. Sprinten kann man auch, kostet Ausdauer. Kann man die Shift-Taste gedrückt halten. Und wir rennen einmal rüber. Wenn du hängst, kannst du dich auch hochziehen, ne? Ah, aber nicht mit leer, sondern mit W, ne? W und leer dann. Das habe ich gerade nicht im Kopf. Ich mache das einfach immer automatisch. Okay. Dann versuchen wir es nochmal. Jetzt hat es aber geklappt. Ja, einfach mit W statt mit leer. Ich habe zweimal leer geklickt und dachte, das wäre. Sammeln wir noch ein bisschen Zeugs ein. Im Chat, wenn ich das mit einem Auge richtig sehe, dann sind das sehr unterschiedliche Leute. Manche gucken nur anderen zu beim Gothic oder Elex zocken und manche zocken selber. Vielleicht einen kleinen Tipp an die Neuen. Also ihr dürft weglaufen. Wenn irgendwas kommt, was ihr überhaupt nicht besiegen könnt, dann hat es in Elex einen Totenkopf, dann lauft. Das ist vollkommen okay. Level nicht mit die Monster. Das machen wir gerne so, weil wenn du richtig coole Power hast und später eine fette Rüstung, dann kannst du wiederkommen und denen aufs Maul hauen. Und dann merkt man das wenigstens auch. Dann ist man stolz. Das heißt, am Anfang ist das Spiel schon recht knackig. Und später wird es dann leichter, wenn man viel explort. Was hat es mit Gothic zu tun? Ja, klar, noch mehr von ist, da, ist es ähnlich? Sind ja, entfernt ich ähnlich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Weil wir Entwickler sind, derselbe. Und weil wir auch Spiele machen, die
Third-Person-Rollenspiele sind und man sagt so, wir haben so eine gewisse DNA, die man unseren Spielen ansieht und daran wird das so liegen, ja. Ansonsten ist das ein ganz eigenständiges Universum und hat nichts damit zu tun eigentlich. Wie bezeichnet er selber diese Mischung von Sci-Fi und Fantasy bei Elex? Science-Fantasy nennen wir das. Wie gesagt, das Grundkonzept war halt, dass man mehrere Epochen der menschlichen Entwicklung oder sowas darstellt, in eine Welt packt und so ein Hybrid-Setting erzeugt. Und Science-Fantasy ist, glaube ich, ein gängiger Begriff dafür. Jetzt gibt es eine kleine Cutscene. Hilfe kommt. Diese Verletzung wird uns noch begleiten durch den Rest unserer Abenteuer. Die hat Folgen. Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Und das ist eine Gestalt, jetzt kommt ein kleiner Spoiler im Vergleich zu Elex jetzt oder auch ein bisschen später, die auch importiert worden ist und deren Geschichte forterzählt wird von Elex nach Elex 2. Aber das weiß auch unser Held nicht sofort. Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Später aber. Was ist genau passiert? Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja. Eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magallan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage?
Nein. Mein Sohn. So. Komm schon. Wer zuerst unten ist. Sei vorsichtig. Rex! Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an. Doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor. Und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen Kleinscheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Viele neue Missionen, die wir angenommen haben. Unseren Sohn, um den muss er uns kümmern. Wir schauen uns gleich an, wie er mit einem Jetpack fliegt. Eine Bastion, da müssen wir auch noch hinlaufen. Das hat etwas zusammen mit einer Neuigkeit, einer Neuerung bei Elex 2. Da gibt es ja verschiedene Fraktionen, schon im ersten Teil. Und hier haben wir noch eine besondere Option für diesen Teil. Beim Thema Fraktionen schauen wir uns auch gleich an. Das ist die große, große Welt und das erste Kapitel beginnt. Und wir haben unsere Gegner kennengelernt. Eine falsche Spezies, die die Erde umwandeln möchte. Terraforming betreiben und die Umgebung menschenfeindlich für uns machen möchte. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. So, unser Jetpack ist da. Dann können wir jetzt fliegen, das schauen wir uns auch gleich an. Vorher einmal überall durchgelaufen. Wir haben wirklich eine riesige Menge an neuen Startaufgaben hier bekommen. Hier im Log werden sie angezeigt. So sieht unser Kleiner aus. Den müssen wir gleich noch finden. Und das sind die Hauptmissionen. Es gibt Nebenmissionen, die können wir annehmen im Laufe der Zeit. Die geleiten uns durch das Spiel hindurch. Manche liefern einfach nur so allgemeine Vorteile für uns, dass man mehr XP bekommt oder Ausrüstungsgegenstände, andere Sachen. Aber es gibt auch die verschiedenen Fraktionen halt im Spiel, über die eben auch die Rede war. Die Berserker fielen bereits. Und wir können zu einem der Weltenherzen laufen. Das sind so Einrichtungen, die den Planeten drumherum, das Stück, wo die stehen, halt fruchtbarer machen und dem Planeten wieder Leben einhauchen. Und dann war eben die Rede von der Bastion, das schauen wir uns auch gleich an, und viele, viele andere Dinge mehr. Ein ganz wichtiger Unterschied, Jenny und Björn, zur vorangegangenen, zu Elex 1, ist, dass es jetzt mehr Fraktionen gibt und mit der Bastion und mit den Leuten drumherum auch was ganz Besonderes. Ja, das ist richtig. Also
Wir hatten ja immer schon so die Prämisse, dass man in dem ersten Kapitel unsere Geschichten, ich glaube fast jedes Spiel, was wir gemacht haben, muss man sich entscheiden für eine Fraktion im ersten Kapitel. Da haben wir so gesagt, das machen wir jetzt anders, du musst dich irgendwann entscheiden, wenn du das möchtest. Irgendwann gibt es dann den Point of No Return, aber den schieben wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Du könntest erstmal Hauptstory spielen. Dann zweitens, naja gut, jetzt haben wir sehr viele Fraktionen schon gemacht in Elex. Wenn Elex 2 kommt, machen wir neue Fraktionen. Was ist denn mit den alten? Ach, die tun wir noch mit dazu. Irgendwie, und dann wurden es auch nochmal 5 Fraktionen, denen man sich dann noch anschließen können wird in Elex 2. Und dann haben wir gesagt, naja gut, aber es gibt immer Menschen, sehr viele von euch da draußen, die bis zu einem gewissen Grad erstmal alles ausreizen und alle spielen, durchspielen und gucken, bis sie sich entscheiden müssen. Und dann irgendwann, ach, ich möchte mich denen gar nicht anschließen allen, die sind mir alle irgendwie zu pipapo. Deswegen haben wir sogar noch einen 6. Weg eingebaut, nämlich den gildenlosen Weg, dass man dann tatsächlich sich gar nicht mehr entscheiden müsste. Am Ende des Tages, das ist das Spiel also maximal offen. Und dann haben wir noch einen oben drauf gesetzt und gesagt, okay, es gibt aber Leute, die sich vielleicht entschieden haben und sagen, okay, ich möchte aber vielleicht mich unterwegs doch nochmal umentscheiden. Du darfst tatsächlich auch nochmal partiell die Gilde wechseln, wenn du das möchtest. Und das war auch ein riesen Brocken Arbeit. Ja. Das stimmt. Hier fragt jemand, wird es auch größere Dungeons geben? Ich hebe jetzt mal die Hand, weil ich jetzt ein bisschen Spoiler, wer weghören will, wenn ich die Hand runternehme, könnt ihr wieder hinhören. Also ja, es gibt Dungeons im Spiel und auch einen besonders großen, der gehört zu einer der Fraktionen, nämlich zu der neuen. Da gibt es eine Menge zu entdecken und das, naja, den musst du halt auch erstmal finden. Und ja. Genau, es gibt 6 Wege und jetzt hatte ich wieder 2 Gedanken. Ich kann mir einfach okay, also eine Frage hier, ne, sind das denn dieselben Entwickler, die damals Gothic entwickelt haben? Hm. Ja, das sind wir. Hm. Also er ja, ich nein. Also wir teilen uns immer auf, wir entwickeln uns ja weiter, klar. Ne, sind so 3/3, sage ich jetzt mal, unserer Firma bestehen aus jungen Wilden, die ja nur neu dazukommen. Einige verlassen uns ja immer. Ist ja halt so, ne, so eine Firma hat auch eine gewisse Fluktuation. 1/3 davon sind die jungen Wilden, die gerade neu und motiviert sind, mit frischem Wind herkommen und so. Dann haben wir so den Gesellen, die Mitte so ungefähr, ist auch ungefähr 1/3, die mindestens schon 1 bis 2 Spiele mit uns zusammen bestritten haben, die und 1/3 besteht aus den alten Säcken, die bei Gothic mitgearbeitet haben. So kann man das ungefähr betiteln, ja. Ja, und dann an der Stelle mal vielen Dank. Der Chat ist super nett. Ja, also das Dank. Ist danke für das ganze Lob, auch gerade schon. Und da wurde auch ein bisschen diskutiert, was wir dann noch arbeiten am Spiel. Also wir machen 2 Dinge. Das erste, wir optimieren und das zweite, wir optimieren. Das bedeutet, auf der einen Seite versuchen wir Dinge noch etwas hübscher zu machen und noch ein bisschen was rauszuholen. Das geht schon, aber da muss man halt vorsichtig sein, weil mit allem, was wir jetzt noch hübscher machen, geht das auf Punkt 2. Das ist nämlich, wir versuchen die Performance noch zu verbessern, vor allen Dingen zugunsten der alten Konsolen. Das ist logischerweise die größte Hürde, die zu nehmen ist. Und da eiert man immer ein bisschen rum, irgendwie ein bisschen hübscher, ein bisschen mehr Performance. Und wenn beides passt, dann werdet ihr das Ergebnis ja am 1.3. sehen, sozusagen. Ich gehöre übrigens zu der Fraktion von Spielern, die super, super geizig sind mit Heiltränken. Wenn ich irgendwas auf die Mütze bekommen habe und kaum noch Trefferpunkte habe, bin ich zu geizig, Lebenspunkte zu benutzen. Ich suche lieber den nächsten Schlafsack, mache ein kleines Nickerchen. Das ist ja auch gut. Bin ich damit eine große Ausnahme oder machen das andere auch? Hat ja keinen Nachteil. Ja. Das machen alle eigentlich, ne? Das ist so, ich glaube schon, ja. Es gibt auch schon Leute, die verschwenderisch sind, aber die meisten, glaube ich, versuchen erstmal ihre Ressourcen gewinnbringend, vor allem am Anfang, irgendwie einzusetzen. Ja. Und das ist eine normale Vorgehensweise, denke ich. Ja. Bei mir ist es ein Anfangsding. Am Anfang esse ich halt immer alles, was ich finde, weil diese Brot oder Fleisch heilt dich ja auch, aber halt langsam und ein Heiltrank instant. Und dann versuche ich, die halt für die Kämpfe aufzubewahren. Das mache ich auch eigentlich auch so. Heiltränke in den Kämpfen, wenn ich weglaufen kann. Und also wenn dann die Kämpfe ein bisschen schwieriger sind als gerade. Ne?
Im Chat wird gefragt, was das für ein Kompass wäre auf der rechten Seite der Radar. Der zeigt die Himmelsrichtung an und der zeigt, wenn man möchte, auch an. Das ist ja die Map, die wir haben. Habe ich eingangs schon erklärt, da kann man auch Symbole setzen. Und hier unten zum Beispiel, da waren wir doch gerade hier in diesem Haus, wo man schlafen konnte. Ich glaube, das war das untere Haus oder das obere. Ich glaube, das war das obere. Da setze ich jetzt mal einen Marker hin und sage, da finden wir ein Bett. Da können wir zurücklaufen, wieder Zeit zu heilen. Und dann kann man sich halt über das Log hier oben Quests anklicken und kann sagen, dass man sich die auf der Karte anzeigen lassen kann. Also falls wir zum Beispiel sagen, dass wir bla bla bla, das kann man alles nicht machen. Das sind so die, ja, den Sohn finden. Mal gucken, ob das klappt. Auf der Karte markieren. Dann schauen wir mal nach. Ja, da haben wir einen gelben Punkt. Da oben ist er. Da können wir hinlaufen und versuchen, den zu finden. Das ist gar nicht so weit weg. Des Weiteren zeigt einem der Radar auch an, wenn Feinde in der Nähe sind. Und wenn man einen Feind platt gemacht hat, dann zeigt es einen an, ob noch Loot da ist. Oh, sehr praktisch. Mhm. Die Frage war gerade im Chat, ob ich als Charakter in dem Spiel vorkomme. Da wären Ähnlichkeiten. Nein, wir kommen nicht drin vor. Nein. Wir haben sehr viel Easter Eggs eingebaut und auch sehr viel persönliches Zeug und auch manchmal bauen wir Fotos in unsere Spiele ein von uns selbst, unserem Zeug, aber uns selber haben wir nicht gebaut, obwohl Harry und Amma gibt's auch, ne? Amadeus, ne? Ja, als Charaktere. Es gibt halt Easter Eggs in der Art. Ne? Bestenfalls die Namen, aber das Aussehen nicht. Nein. Ich zeige mal kurz zwei Sachen in der Welt. Das da vorne ist eines dieser Weltenherzen, über die ich eben gesprochen habe, die die Berserker errichtet haben. Und links unten, da sieht ihr, das glitzert und das ist sehr, sehr hilfreich. So ein kleiner Kreis mit ein paar Lampen drüber. Das gibt uns die Möglichkeit, schnelle Reisen anzutreten. Da laufe ich mal hin, aktiviere das. Das ist ein Teleporter. So muss man nicht immer die immer und immer wieder selben Wege laufen und laufen und laufen. Kann sich so allmählich diese Teleporter freischalten, indem man sich einfach in deren Nähe bewegt und dann von einem zum anderen hin und her zu laufen. Das kostet auch keine Ressourcen. Einmal freischalten, jetzt findet man den auch auf der Map und kann von einem zum nächsten dann hin und her springen. So, wir laufen mal ein kleines Stückchen weiter. Was ich auch sehr spannend finde im Chat ist die Frage nach den Synchronsprechern. Wir hatten ja eingangs schon darüber geredet, dieses Gefühl, dass ihr, dass da auch viel Vertrautes wiederkommt, wenn man Elex zockt. Also ihr werdet ja, ich kann manchmal, wenn ich so Spielerezensionen lese der Spielepresse, dann heißt es von einem Teil zum nächsten, Mensch, das ist doch immer wieder das alte Rezept und das ist nur in anderen Welten. Bei mir persönlich führt das dagegen dazu, dass ich gerade das so mag, weil ich ja gerade mit diesen Spielen auch groß geworden bin. Ich habe, glaube ich, das Original Gothic schon gesuchtet und total gerne damals gespielt. Und ganz viele Spielelemente wiederholen sich ja auch bewusst und bei mir zumindest liefert das so ein Gefühl von Vertrautem, so wie nach Hause kommen. Es ändern sich so ein paar Sachen, das darf sich auch nicht alles wiederholen, weil sonst kann man auch die alten Spiele spielen, aber so, es werden so punktuell Sachen verändert, es werden neue Spielwelten, neue Storys gemacht, aber im Prinzip habe ich das Gefühl, ich kehre immer wieder heim zu etwas, was mir vertraut ist, dem ich mich auch wohlfühle und es macht mir ein großes Vergnügen. Wie erlebt ihr das selber im Dialog mit Fans eurer Reihe? Ja, also wir finden das super, weil wir nämlich auch selber, also ich persönlich kann nur von mir sprechen, spiele diese Art am liebsten Spiele. Ja, also sowas wie Soulbringer, Ultima, Ascension, Outcast oder solche Dinge oder Witcher oder sowas. Das sind schon Spiele, die ich toll finde. Red Dead Redemption spiele ich gerne. Ich spiele gerne sowas wie Assassin's Creed Odyssey habe ich gespielt. Das ist ja auch sowas in der Art. Also das sind schon Spiele, die so ähnlich sind wie das, was wir spielen. Und das finden wir auch toll. Was hatte ich noch gesuchtet? Das ist so ein richtiger Brecher, wo ich gesagt habe, boah, das brennt sofort mir irgendwie, das zündet sofort. Das war Days Gone. Du bist auch so ein Rocker, der in so einer offenen Welt rumrennt und gegen Zombies und sowas. Sowas mag ich sehr gerne. Und unser Team besteht aus sehr vielen Menschen, denen es genauso liegt. Und in Bezug auf die Synchronsprecher, also wir haben, das wollen wir ja selber so, dass wir bekannte Leute wieder dabei haben wollen, insbesondere die Hauptcharaktere. Und dann versucht man immer, die Schauspieler auch wieder zu buchen. Das ist uns tatsächlich bei Elex 2 bei allen Wunschkandidaten gelungen, was super ist. Das heißt, der Hauptcharakter wird wieder von Michael Lott gesprochen. Super Schauspieler, fantastischer Synchronsprecher.
Und es sind natürlich auch viele Alte dabei, die wir lieb gewonnen haben und die, mit denen das Arbeiten auch super lustig ist. Bodo Henkel ist ein Beispiel, auch der ist wieder dabei. Das spoilere ich jetzt mal nicht, aber das Arbeiten mit dem ist immer sehr, sehr, sehr lustig. Michael Lott kann ich mich noch erinnern, aus meiner WDR-Zeit, als ich fürs Radio gearbeitet hatte, hatte ich mal mit ihm zu tun. Er war der Studiogast bei einer unserer Sendungen. Das ist wirklich ein ganz, ganz netter, wenn man den mit ihm Schwätzchen hält. Im Hintergrund läuft gerade B-Roll, also Videomaterial, das ihr zusammengestellt habt, um die verschiedenen Fraktionen vorzustellen. Wir spielen gleich weiter im Spiel, aber mal kurz zwischendurch. Wir wollen ja auch darstellen, was die Unterschiede sind zwischen Elex und Elex 2. Ein paar Dinge seht ihr schon. Die Story ist einfach eine andere Zeitlinie. Auf der Karte ist es auch so, dass bestimmte Teile der Karte entsprechen der Spielwelt, die es bei Elex gab, aber es sind andere Kartenausschnitte. Manche Sachen sind nicht mehr da, andere Regionen sind neu dazugekommen, andere Regionen sind auch umgestaltet und sind mittlerweile im anderen Zustand. Und ganz wichtig sind die Fraktionen, gab es auch beim ersten Mal, die agieren aber teilweise jetzt anders und es sind neu dazugekommen. Könntet ihr vielleicht mal so im Hintergrund laufen, ein paar Fraktionen durch, so mal ganz grob beschreiben, worum es hier geht bei den Fraktionen und wo so ein paar markante Unterschiede sind, ohne dass man alles spoilert, aber so ein paar Schlaglichter drauf zu setzen. Also grundsätzlich lieben wir es halt, dass der Spieler nicht am Anfang entscheiden muss, wer er ist, sondern dass er quasi anhand der Geschichte entscheidet, wo er gerne sein möchte und dann halt daran auch, welche Fähigkeiten oder Klamotten er tragen möchte. Hier sieht man, glaube ich, gerade, also ich bin mir nicht mehr sicher, korrigiere mich, weil ich, glaube ich, etwas hinterherhinke. Bei den Klerikern sind wir jetzt. Ja, genau. Also die Kleriker war tatsächlich meine Lieblingsfraktion im ersten Teil. Und die sind halt eher technisch unterwegs. Die nutzen das Elex beispielsweise für ihre Technik und ihre Waffen. Die haben so Laser-Sachen und so, mit denen die schießen. Konsumieren das aber gar nicht, das mögen die nicht. Und entsprechend sind die auch so ein bisschen militärischer aufgestellt. Ja, die haben sehr strikte Regeln, haben sowas wie eine Art Kaserne. Und die haben von Elex 1 auf Elex 2 ihre Location gewechselt, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Und haben halt einiges an Problemen. Warum, verrate ich nicht. Das müsst ihr selber rausfinden. Und die arbeiten auch viel halt an so Robotern zum Beispiel und versuchen, ihre geringe Anzahl durch Technik wieder wettzumachen. Das funktioniert denen mal gut und mal nicht. Ja, und die haben halt coole Klamotten. Also ich liebe die Klamotten von den Klerikern, weil die gerade die Höheren halt immer so, so wehendes Zeug um sich herum haben. So Lappen und so ein Zeug. Das mag ich sehr gerne. Mit den Morkon ist beispielsweise auch eine ganz neue Fraktion mit drin im Spiel. Aber wir spielen erst noch ein bisschen weiter. Wir haben ja direkt vor uns mit unserem Helden, mit Jack, sind wir hier angekommen am Weltenherz. Und stoßen auch gleich auf die erste Möglichkeit, wie wir uns verbessern können. Wir sammeln noch mal ein bisschen was ein. Immer alles looten, was man am Wegesrand findet. Mach mal nie was mit falsch. Und schauen mal, mit wem wir hier ein Schwätzchen halten können. Es fragt jemand, wie groß die Welt ist. Die Welt. Der Moment, da spricht gerade einer. Verfluchtes Pflaster. Probleme? Das siehst du ja. Im Grunde könnten wir immer mehr Leute gebrauchen. Immerhin habe ich Material für Waffen, damit wir Angriffe von außen abwehren können. So, wir müssen kurz erklären, wir haben einen kleinen Delay, eine Zeitverzögerung. Ihr guckt über den Stream zu und ich spiele ja in Echtzeit. Da sind ein paar Sekunden Unterschied, ist für euch vielleicht verwirrend, aber die beiden kommen damit gut klar. Was wolltest du gerade erzählen, Jenny? Ich wollte was zur Größe der Welt sagen. Die Welt fanden alle eigentlich in Elex schon ziemlich groß, wir auch. Wir haben eine große Landmasse gebaut mit unterschiedlichen Ländern, die man bereisen konnte. Und wir haben gesagt, wir wollen nicht noch größer werden von der Landmasse her, haben, wie du schon gerade gesagt hast, die Karte etwas verschoben. Aber die Größe wird insgesamt ähnlich sein, wie auch schon im ersten Teil bei Elex. Also es ist eine große Open World mit unterschiedlichen Ländern und Landscapes, die man bereisen kann. Unterschiedliche Flora und Fauna wird man dort wiederfinden. So dass es spannend bleibt, überall neue Geschichten und wir haben vor allen Dingen am Pacing gearbeitet, so dass es spannend bleibt für den Spieler, eine gute Mischung aus Quests, auch Quests, die über verschiedene Orte gehen, spannende Geschichten von NPCs, Monster kämpfen, looten und ja, Lore, sag ich mal.
reden mal kurz mit dem Schmied und schauen uns nachher mal die Welt gerne von oben auf der Map an und schauen uns mal so ein paar markante Geschichten an. Fragen mal, ob er eine Waffe hat. Hast du auch eine Waffe für mich? Ich habe keine Waffe zu verschenken, wenn du das meinst. Aber ich habe eine kleine Schmiede. Wenn du willst, kannst du sie gerne verwenden. Wenn du nicht weißt, wie es funktioniert, kann ich dir vielleicht was beibringen. Aber das mache ich nicht umsonst. Du solltest also schon etwas Erfahrung und ein paar Splitter mitbringen. Wenn du was kaufen willst, habe ich noch ein paar Sachen rumliegen. Aber das meiste brauche ich für die Jungs hier. So, zwei Möglichkeiten. Kaufen oder einfach sich sowas beibringen lassen. Auch das ist mal nicht kostenlos. Was willst du wissen? Der erste ist umsonst. Oh, wie schön. Das heißt, wir bekommen also umsonst mit dem einen Lernpunkt, den wir oben haben. Elixit müssen wir ausgeben, Lernpunkt bekommen wir geschenkt, sehr schön. Wir könnten selber Waffen herstellen, wir können Sockel einsetzen, das heißt Waffen verbessern durch Sockelsteine, können Munition eventuell herstellen oder Handgranaten herstellen. Die fehlen uns überwiegend allerdings noch die Voraussetzungen. Hier müsste man nur Elixit ausgeben, das ist quasi die Währung im Spiel. Die sammeln wir zwischendurch ein oder wir verkaufen Dinge, die wir gelootet haben und bekommen dafür Elixit. Als Währung in die Hand gedrückt. LP oben der Lernpunkt. Machen wir erstmal nicht. Ich bin geizig mit den Lernpunkten. Wir gucken mal, ob wir irgendwas kaufen können. Ich will etwas kaufen. Vielleicht eine bessere Waffe. Ich ja doch. Und im Augenblick tragen wir dieses popelige, beschädigte Bleirohr mit uns mit, was wirklich kaum was bringt. Das würde ich auch nicht verbessern, um Himmels Willen. Das ist das, was wir kaufen können. Ein besseres Bleirohr hat er auch nicht. Wir können verkaufen, eines machen wir natürlich nicht. Bleirohr gegen Bleirohr, schlechter Deal. Was wir uns eher machen könnten. Wir könnten uns ein bisschen Mini-Rüstung kaufen, eine Berserker-Kapuze oder eine Rebellenkopfbedeckung. Wie viel Elixit haben wir im Augenblick? Null. Das ist nicht so viel, ne? Das stimmt. Du kannst also einiges finden und wenn du drei gleiche Bleirohre hast, kannst du quasi an dem Schmiededings da dir quasi ein besseres bauen. Ich gucke erstmal, ob ich ein bisschen Zeugs hier verkaufen kann. Einen Becher zum Beispiel oder den Holoprojektor, den verkaufe ich mit. Die Knochen werden erstmal alle weggehauen. Das Auto, Spielzeugauto verkaufen wir. Kippen werden ebenfalls verkauft. Das Symbol von Kalan. Wer weiß? Ach Gott, es ist so viel. Wir finden sicher auch noch weitere. Und eine Säuredrüse, auch wenn das vielleicht ein paar Dinge sind, aus denen man später noch Dinge herstellen könnte. Jetzt habe ich 78 Elixit. Und meines mit drei Bleirohren kann man ein besseres herstellen. Zu einem Bleirohr von Schaden 12. Wir schauen erst, hat er irgendeine bessere Waffe für uns? Munition? Können wir Rüstung vielleicht einkaufen? Wir haben 78. Alles noch gar nicht. Wir laufen mal weiter und gucken, ob wir noch einen besseren Deal machen können. Schließen das erstmal ab hier. Gehen wieder raus und sammeln erstmal mehr Zeugs ein. Und gucken auch, dass wir in der Quest... Jax, genau, weiterkommen. Gut, dass du noch lebst. Wir befürchteten schon das Schlimmste. Was ist dir passiert? Sie haben uns eiskalt erwischt. Es passierte während der Nachtwache. Ein Moment der Unachtsamkeit und sie hatten uns überrumpelt. Die fremden Eindringlinge? Nein, die Morkons natürlich. Du siehst doch überall ihre gefallenen Bluthunde. Der größte Pulk der Morkons ist allerdings wieder weiter nach Norden gezogen. Was uns vor allem interessiert, wo ist unser Kind? Wo ist Dex? Wo ist mein Sohn? Seine Mutter hat ihn mitgenommen. Kaya war hier? Sie ist bei ihm? Ja, und sie ist den Morkons in den Norden gefolgt. Wenn du mich fragst, wird sie auch nicht eher ruhen, bis sie alle erwischt hat. Wir haben eine schwere Krankheit, ihr habt das mitbekommen. Eine Verletzung, die sich infiziert hat und die auch unseren Geist infiziert. Hast du Heilung für mich? Natürlich. Hier, ich kann dir ein paar Tränke geben. Den Rest brauchen wir allerdings für unsere Verwundeten. Du siehst nicht besonders gut aus, Jax. Es geht schon. Ich bin gebissen worden. Von einer dieser fremden Kreaturen. Oh, ich verstehe. Das solltest du behandeln lassen. So, drei Möglichkeiten darauf zu reagieren. Es hat eventuell auch gleich schon Einfluss auf zwei Werte, die es im Spiel gibt, ob man eher... freundlich, gütig auftritt oder eher jemand, der ein bisschen brutaler und ein bisschen aggressiver gestimmt ist.
Wir haben ja vielleicht auch schon eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Wir können ihn beschimpfen für seinen gut gemeinten Ratschlag, für den wir ihn trotzdem verspotten wollen, können neutral reagieren oder uns höflich bedanken. Also ich bin selber eher so drauf. Natürlich. Danke. Habt ihr diese großen lila Former schon bemerkt? Ja, es sind Fremde gekommen, die sich unten im Süden breit gemacht haben. Viele ihrer Kreaturen haben wir auf unseren Streifzügen jagen gesehen. Ich konnte mich damit allerdings nur am Rande beschäftigen. Wir hatten hier eine ausgewachsene Gildenschlacht zu bewältigen. Habt ihr einen Heiler, der sich meine Infektion und den Biss ansehen könnte? Viele sind in der Schlacht gefallen, aber Kaya ist vermutlich die beste Magierin unter uns. Ihr solltest du deine Verletzungen mal zeigen. Warum bist du hier geblieben? Ich bin ein Warlord der Berserker. Ich habe meine Pflicht zu erledigen. Das Weltenherz nach so einem Angriff schutzlos zurückzulassen, das kann ich nicht tun. Meine Männer verlassen sich auf meine Führung. Ist das Weltenherz noch intakt? Ja, zum Glück. Ironischerweise haben die Morkons es nur auf uns Berserker und unsere Elixitbeutel abgesehen. Das Herz verrichtet immer noch unbeschadet seinen Dienst und gibt sein Mana an die Erde ab. Die Natur wird sich dank des Weltenherzes bald richtig an dieser Stelle von Karakis entfalten. Seit wann wagen sich die Morkons so weit vor? Das ist in der Tat sehr seltsam. Bisher hatten sich diese destruktiven Wahnsinnigen in ihrer Grotte verkrochen. Irgendetwas hat sie aufgeschreckt. Wahrscheinlich die Eindringlinge mit ihren bizarren Kreaturen. Durchaus möglich. Jedoch glaube ich, dass sie andere Motive verfolgen. Es sind religiöse Fanatiker, die ihrem dunklen Gott huldigen. Wer weiß schon genau, was sie antreibt. Und wenn du Kaya begegnest, sei nachsichtig mit ihr. Ihr Blick ist getrübt von den Verlusten der letzten Tage. Sie hat bis zuletzt gekämpft und versucht, das Schlimmste zu verhindern. So, wir ehren natürlich alle Toten, die fremden Toten und die eigenen. Leichenflatterei würde ich niemals machen, zumindest nicht, wenn irgendjemand hinguckt, aber trotzdem, schön, dass ihr dabei seid. Freut mich sehr, so viele Zuschauer, herzlich willkommen, ja. Mit dabei sind Jenny und Björn Pankratz. Da sitzen die beiden, winken euch zu, ich winke euch auch zu, WB Writing Bull. Wir spielen gemeinsam Elex 2 live auf Twitch, danach gibt es das Ganze auch auf YouTube. Die Version, die wir spielen, ist schon weit vorangeschritten, das ist eine Beta-Version. Das Spiel erscheint am 1. März und dann für den PC und für Konsolen. Ja, wir plündern mal alles, wir nehmen alles mit, was irgendwie geht. Und rennen weiter zum nächsten Ziel. Gucken uns mal so ein Weltenherz an. Das macht die Landschaft und die Natur halt wieder ein bisschen gesünder und lebenswerter. Und schauen uns mal an, was wir als nächste Mission machen. Und was wir jetzt gemeinsam erleben wollen. Was, glaube ich, immer wieder eine Rolle spielt im Chat, obwohl Jenny anfangs darauf eingegangen ist, auch ist die Spielbarkeit von Elex 2, wenn man Elex, den Vorgänger, noch nicht kennt. Du hast klargestellt, man kommt gut rein, man versteht alles, man kommt mit. Von Nachteil ist es allerdings nicht, wenn man das Original Elex schon gespielt hat. Habt ihr selber so aus der Erfahrung heraus, wie sich die Leute für das Spiel interessieren, schon so ein Gefühl dafür, wie viele Leute wahrscheinlich neu dazukommen werden und wie viele beim ersten Teil? Keine Ahnung. Also wir, überhaupt keine Ahnung. Liegt auch daran, dass wir quasi... Also wir können jetzt im Chat lesen und das ist halt ein bisschen unterschiedlich. Viele Leute kennen wir schon, die begleiten uns so ein bisschen. Aber wir haben sowas wie Messen nicht. Da haben wir auch mal ganz viele Leute getroffen, die zum Beispiel, denen wir beim Spielen über die Schultern gucken können und solche Sachen. Und sowas findet halt momentan aufgrund von Corona gar nicht statt. Und deswegen sind wir so ein bisschen im Blindflug und sind total gespannt, wie der Release wird. Also keine Ahnung. Das ist ein Blick von oben, ein Blick von oben auf die Karte drauf, weil wir es eben schon mal angesprochen hatten. Da hatte Jenny erzählt, was sich an der Spielwelt alles verändert hat
Und vielleicht mal so ganz grob, diese Straßen kann man langlaufen, muss man nicht. Nach meinem Eindruck sind viele Dinge, die man looten kann, am Rand der Straße so als kleine Hilfe von Entwicklern dort platziert worden. Man kann aber auch woanders langlaufen und hat dann auch so kleine Überraschungen. Es gibt ja auch Spiele, Björn, da sind die Karten so gebaut, dass rein zufällig alles überall verteilt wird. Das ist von Entwicklerseite oft auch hilfreich, um riesige Welten zu produzieren. Die sind ein bisschen generisch, halbautomatisch dann entstehen, wo einfach irgendwo irgendwas platziert ist. Das ist aber, glaube ich, handgebaut, ne? Ja, das ist richtig. Wir mögen das Generische eigentlich wenig. Ja? Selbst bei der Monsterverteilung tun wir im Wesentlichen selber Hand anlegen, wo welches Monster steht, damit es auch plausibel dahin passt. Und gleiches gilt auch für die Items. Also wir haben uns auf jeden Fall zu jedem Item immer Gedanken gemacht, wo es hingehört, wie es platziert ist dort, wie es drapiert wird und solche Dinge. Das ist schon sehr viel Arbeit reingeflossen. Ja, ich habe vielleicht auch noch mal ein paar Fragen hier. Ich habe mittlerweile mal mitgeschrieben, dass wir Fragen, ist ja schon ein Riesenkatalog. Man Fragen zu den Quests, wie viele Quests sind drin? Das sind viel mehr, als wir in Elex hatten auf jeden Fall. Das heißt, das Spiel ist spielstärker. Die Welt ist gleich groß etwa, aber wir haben die Welt dichter gemacht, hatten wir auch gesagt. Und das gilt auch für die Quests. Und die Spielzeit, nun, also ich hörte mal irgendwie, unter 50 Stunden ist schwer. Ne? Man kann das wo irgendwie hinkriegen, aber das ist schon sehr, sehr, also schon Brocken, was wir da hingelegt haben dieses Mal. Und wir sind auch immer größer geworden über die Jahre. Und das hat jetzt, bei diesem Spiel ist es genauso, ist auch ein sehr großes Spiel geworden. Und da wurde die Frage gestellt, nach wie viel Enden dieses Spiel hat. Wir haben ein Moralsystem, das hast du gerade schön erklärt, ne? Dass man zum Beispiel Antworten gibt, das eine, das andere, ob nett ist oder nicht so nett. Das hat alles Einfluss auf das Moralsystem, das ich Zerstörung genannt habe und dann halt auch irgendwie die Punkte gezählt werden, die im Spiel dann am Ende auch mit in die Enden und in die Konsequenzen der Welt einfließen. Die gehört zuerst, das ist die erste Säule, die das ausmacht. Es gibt noch zwei weitere, die das beeinflussen, die Enden vom Spiel. Und zwar sind es deine persönlichen, deine Art, die Quests zu machen tatsächlich. Ob du Typen entweder umbringst oder leben lässt oder wie du genau spielst. Ja, das ist so eine Säule. Die zweite Säule und die dritte, die auf jeden Fall einen wesentlichen Einfluss hat auf die Geschichte, ist, welcher Fraktion du beitrittst. Oder wenn, ob du überhaupt einer Fraktion beitrittst. Das sind so die drei Dinge, die Enden vom Spiel, die sich nicht beziffern lassen, ja, weil es halt so komplex ist, beeinflussen. So kann man das sagen. Ja. Jetzt treffen wir Kaya. Also, dann sag mal Bescheid. Ich will zu Kaya. Lass ihn durch. Hi. Sieh an, der geheimnisvolle Außenseiter gewährt uns die Ehre seiner Anwesenheit. Tut mir leid, ich war verhindert. Oh, das ist natürlich etwas ganz anderes. Hör zu, ich verstehe, dass du sauer bist, aber ich lag mehrere Tage bewusstlos in irgendeiner Ruine. Ach, ist das so? Und wie kam es dazu? Du weißt es vielleicht nicht, aber wir haben einen neuen Feind. Ja, ich habe es gesehen. Aber ich hatte schon genug Probleme in letzter Zeit. Wie du siehst, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Du schleppst unseren Sohn auf eine deiner Strafexpeditionen mit? Momentan ist es besser für ihn, wenn er hier bei uns bleibt. Das Fort ist nicht mehr sicher genug für ihn. Zu viele Anschläge und Widrigkeiten in letzter Zeit. Hier draußen ist es viel sicherer. Das sieht ihr ähnlich, mir Vorhaltungen zu machen. Mister, immer wenn es kompliziert wird, verschwinde ich in meiner kleinen Hütte. Die Hütte haben sie unter einer ihrer fliegenden Festungen begraben. Gut so. Ich habe sowieso nie verstanden, warum du dich dahin zurückgezogen hattest, anstatt mit uns zu leben. Ich hatte zu großen Respekt vor dir, als dir mit meinen Problemen zur Last zu fallen. Blödsinn.
Du hast da oben Frust geschoben, weil deine Bemühungen, die Menschen vor einer potenziellen Bedrohung zu warnen, bei den Anführern der Gilden fruchtlos geblieben sind. Und anstatt weiterzumachen, vergammelst du jetzt schon seit Jahren da oben in deiner dämlichen Hütte. Hey, du warst mal ein großer Mann. Du hast damals gegen dein eigenes Volk gekämpft, bist in den Eispalast gestürmt und hast den Hybriden bezwungen. Ich habe es gerade mal wieder mit Einschleimen versucht. Rückblende. Viele behaupten, so sei es nicht gewesen. Ich war eine der wenigen, die damals dort waren. So ist es gewesen. Auch wenn heute kaum noch jemand da ist, der sich daran erinnert oder sich erinnern will. Diese potenzielle Bedrohung, wie du sie nennst, bricht gerade über uns herein. Das haben wir beide kommen sehen. Und jetzt haben wir das Nachsehen und müssen um unser aller Überleben kämpfen. Ja, ich weiß. Die Menschen sind sich eben erstmal selbst am nächsten, anstatt sich um die globalen Probleme zu kümmern. Es gibt aber auch weltliche Dinge für dich, die es wert sind, Beachtung zu finden. Wenn du nur ein halb so guter Vater wärst, wie Dex ihn bräuchte, dann wäre es gar nicht so weit gekommen. Hätte ich ihn vielleicht besser auf dem Schlachtfeld beim Weltenherz lassen sollen? Nein, natürlich nicht. Außerdem ist er bei Aska unter guter Aufsicht. Im Gegensatz zu dir würde er ihn niemals einfach zurücklassen. Wo ist er eigentlich? Wo ist Dex gerade? Er ist hier irgendwo. Aska lehrt ihn gerade, sich in Geduld zu üben. Eine Fähigkeit, die er bei seinen Eltern mehr als gut beherrschen sollte. Sag bloß. Ja, was denn? Ich weiß, dass auch ich einiges hätte besser machen sollen und er hier im Ödland eigentlich nichts zu suchen hat. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Dex gehört an einen sicheren Ort. Ach was. Na dann übernimm du das doch. Wird ja auch Zeit, dass du dich endlich einmal um ihn kümmerst. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Ein alter Mann namens Adam hat die letzten Tage meine Wunden versorgt. Er sagte, er wolle die Bastion im Norden zur Großmacht ausbauen. Klingt für mich nach einem sicheren Ort. Was sagst du? Adam? Ein alter Mann? Meine Güte, Jax. Was haben sie bloß mit dir gemacht? Deine Sinne und Auffassungsgabe haben offenbar sehr gelitten. Was soll das heißen? Es gibt nur einen alten Mann, der oben in der Bastion residiert, auf den deine Beschreibung passt. Der alte Mann, von dem du da sprichst, ist niemand Geringeres als Dawkins. Dr. Adam Charles Dawkins. Was für eine Überraschung, denn? Der alte Mann ist Dawkins? Das kann ich kaum glauben. Keine Ahnung, wie sehr sie dir den Kopf verbeult haben, dass du ihn nicht erkannt hast. Der Mann, der im Dienste der Hybridmaschine die Alps gegen alle anderen freien Menschen aufgehetzt und vor Jahren ganz Magallan mit Krieg überzogen hat. Der arme Teufel, der vor kurzem noch in einer mechanischen Kapsel steckte und heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Das klingt ja fast, als hättest du ihm all seine Verbrechen an der Menschheit verziehen. Die Killermaschine von damals ist zerstört. Der schäbige Rest, der überlebte, hat bestenfalls noch die Kraft, sein Wissen mit uns zu teilen. Dawkins ist nur noch ein alter Mann. Ohne seine Maschine macht er mir wenig Sorgen, wenn ich ehrlich bin. Ah, das erklärt so einiges. Ich schätze, ich werde ihn trotzdem noch einmal aufsuchen und zur Rede stellen. Tja, ja, das solltest du tun. Immerhin hat er auch dich Jahre deines Lebens gekostet. Ja, im Chat. Wie das denn dir? Gute Frage, die du aufwirfst. Sie sollen eventuell Kaya im Chat und im Spiel blocken, weil sie uns so viel Handlung spoilert. Ich glaube allerdings nicht. Das ist ja ganz zu Beginn. Das ist ein vertragendes Element der ganzen Story. Deshalb haben wir das auch jetzt mal durchgewuckt und euch gezeigt. Beim selber Spielen wird das in Kürze schon gezeigt. Alles gut. Wir brauchen dringend Hilfe. Und nachher stellt sich noch die Frage, wie wir mit Dawkins umgehen. Er baute die Bastion auf, viele Quests dort und die Möglichkeit, eine eigenständige Fraktion zu bilden und damit ein ganz neues Spielelement von Elix 2 zu nutzen. Vorher noch gucken wir, ob wir irgendwie Heilung bekommen bei der Infektion, die uns plagt.
Ich glaube, ich bin krank und brauche deine Hilfe. Du siehst auch irgendwie ziemlich lediert aus. Was ist passiert? Eine dieser Kreaturen, der, nennen wir sie Eindringlinge, hat mich gebissen. Der alte Mann meinte, ich sei infiziert. Womit genau, konnte er mir jedoch nicht sagen. Also, wenn ich wieder zu Hause in Tavar bin, an meiner Wirkungsstätte, dann könnte ich dir etwas zusammenmischen. Aber wir befinden uns gerade in einem Kampf gegen die Morkons. Da wirst du wohl noch eine Weile durchhalten müssen. Ich erkenne dich nicht wieder. Du bist besessen vom Kampf gegen die Morkons. Hast du gesehen, was sie unten am Weltenherz angerichtet haben? Sie haben unsere Krieger regelrecht abgeschlachtet. Ich will sie dafür bezahlen lassen, bevor sie ihr Hauptquartier erreichen. Wenn sie einmal in der Grotte verschwunden sind, haben wir es nicht nur mit ihren Bluthunden zu tun. Dann werden sie uns ihre Zerstörer und was weiß ich noch alles auf den Hals hetzen. Wir müssen uns bald mal über den neuen Feind unterhalten. Da kommt einiges auf uns zu. Ja, ich weiß. Unter anderem wegen dieser neuen Feinde und anderen Bedrohungen unseres Landes bin ich hier draußen unterwegs. Wir hatten ja schon geahnt, dass so etwas passieren würde. Aber so früh habe ich noch nicht mit ihnen gerechnet. Meinst du, es sind diese Wissenden, von denen der Hybrid damals sprach? Nicht nur das. Ich vermute, er hat sie sogar irgendwie angelockt. Eine der letzten Handlungen des Hybriden war es, eine Art Signal in den Himmel zu schießen. Das Ganze hatte diesen seltsamen Himmelskörper zur Folge, den sich keiner so richtig erklären kann. Das ist alles andere als beruhigend, was du da andeutest. Die Menschen müssen sich auf die nahende Bedrohung vorbereiten. Verdammt, aber ich habe gerade keine Zeit. Bevor ich dieses Problem mit den Morkons nicht gelöst habe, sitze ich hier fest. Oh, da können wir helfen. Wir kümmern uns darum. Kein Grund zur Sorge. Ich werde mich um dein Morkon-Problem kümmern. Na, ich weiß nicht so recht. Hast du nicht gerade noch gesagt, du seist krank? Nur ein bisschen. Ich will nicht, dass du dich weiter aufreibst in diesen kleinen Scharmützeln. Ich brauche deine Unterstützung. Die paar Bluthunde der Morkons werden mir dabei nicht im Wege stehen. Na gut, ich kratze derweil meine Leute zusammen und sichere den Rückzug. Sei vorsichtig, die Kerle sind auf der Jagd nach Elixid und sie machen dabei keine Gefangenen. So, und das haben wir geschafft. Und ein Level-Up haben wir bekommen und gucken mal gleich, ob wir das nutzen wollen und wofür. Hörst du? Ich bring dich um, wenn ihm etwas zustößt. Zwei Lernpunkte haben wir, einen von eben, den war ich zu geizig auszugeben. Und 10 AP. AP ist die Abkürzung, die wofür steht? Aktionspunkte? Aufstiegspunkte, ne? Attributspunkte. Attributspunkte, okay. Ah ja, stimmt, wir sind ja auch bei den Attributen. Dann hier oben Stärke, Konstitution, Geschicklichkeit und so weiter. Schockt dich das, Jenny, wenn ich dir verrate, dass ich ganz oft beim Elex spielen haufenweise solche Punkte anspare, weil ich denke, in Zukunft könnte ich die irgendwie nochmal ausgeben. Dann spiele ich für irgendwas, was ich dann klüger finde, dann spiele ich die ganze Zeit ohne diese Punkte und habe mir das Spiel viel zu schwer gemacht. Ja, das macht zum Teil ja sogar Sinn, weil wenn man eine coole Waffe gefunden hat, die man benutzen will, dann macht es ja Sinn, dafür zum Beispiel zu sparen oder ein Rüstungsteil oder sowas in der Art. Also ich mache das so ähnlich, aber wenn ich das dann gefunden habe, dann gebe ich die Punkte auch dafür aus und warte dann nicht, ob ich vielleicht noch eine bessere Waffe finde. Okay, also wir hätten jetzt eine einfache Klinge und einen Bogen zur Auswahl. 3 Geschicklichkeitspunkte brauchen wir in beiden Fällen. Ich gehe mal rauf in die Attribute und pack mir 3 Geschicklichkeitspunkte dazu. Oben rechts sehen wir auch, dass wenn man besonders viele Punkte gibt, dass dann irgendwann, wenn so Schwellenwerte erreicht werden, dass da so ein extra Bonus noch anfällt. In dem Fall ab 5 ein Fernkampfschaden mehr. Ich mache erstmal die 13 hier, übernehme das schon mal. Dann haben wir noch einige übrig, nämlich 7. Schauen wir uns nochmal im Inventar an. Also die einfache Klinge freischalten schaffen wir nicht. Den Bogen können wir freischalten, den haben wir auch, den nutzen wir gleich. Die anderen Punkte behalte ich mal. Auf Vorrat, die sammle ich nochmal. Geht noch einmal raus wieder. Ah, mein Kopf. Sieht so aus, als hätte ich noch einen langen Leidensweg vor mir. Sammeln noch ein bisschen Zeugs ein. Guck mal, ob im Treibstoff können wir nutzen gleich in einer Jetpack-Bank, unser Jetpack zu verbessern. Das müssen wir aber noch eine ganze Menge an Voraussetzungen dafür noch machen. Nehmen wir einmal alles mit, was es hier gibt. Looten. Laufen weiter rum. Ich mache nur mal ein kleines Nickerchen, Jenny. Ich habe das Gefühl, ich brauche wieder einen Moment Stärkung. Funktioniert. Müsste funktionieren. Ja.
Diesmal bis zum Abend. Bei früheren Teilen eurer Spiele habe ich mich oft so selber dazu gebracht. Ich wollte irgendwie so von einer Tageszeit bis zur anderen immer. Ich wollte immer so halbwegs vernünftig sein und mal bis zum Morgen schlafen, dann zum Mittag, dann bis zum Abend, um zu simulieren, dass ich irgendwie so einen richtigen Zeitablauf habe. Aber ich glaube, das ist Wumpe, oder? Ja, es geht. Also es ist schon schwerer nachts, zumal wir die Nacht jetzt bei Teil 2 auch etwas dunkler gemacht haben. Dafür haben wir eine Taschenlampe eingebaut. Mhm. Ohne, glaube ich, wäre es hart. Und es kann sein, dass sich halt, oder nee, es kann nicht sein, es ist halt so, dass sich die Tagesabläufe ändern. Das heißt, sowas wie Schleichmissionen oder Diebstahlmissionen können zu unterschiedlichen Tagesabläufen leichter sein, Tageszeiten wollte ich sagen. Und da muss man halt ein bisschen gucken, was möchte ich denn jetzt gerade, während die Wildnis, finde ich, schon am Tage etwas leichter ist. Schauen wir mal, ob wir diese Mission packen. Egal, auch wenn jetzt Abend ist. Nur ein toter Morkon ist ein guter Morkon. Ergänze ich mal. Markieren das auf der Karte, suchen uns sie wieder, schauen sie wieder an. Hier oben laufen 5 Bluthunde rum und irgendwo hier oben ist auch die Bastion. Das erlaube ich mir mal zu spoilern. Gehen wir wieder raus und laufen dann in die Richtung, den kürzesten Weg natürlich. Einmal hier runter und hoffen, dass ich mich hier nicht verkalkuliere. Hat geklappt und schon wieder ein paar Lebenspunkte verbraucht. Ich kann schon wieder ein Nickerchen machen bis zum Morgen. Aber das wäre jetzt doch ein bisschen zu peinlich. Immerhin habe ich dadurch das dunkle Elex entdeckt. Es gibt dunkles Elex und normales Elex. Und das dunkle Elex, Jenny, das ist das, mit dem unsere Feinde arbeiten. Korrekt, ja. Das hat auch eine Geschichte, die erfahren wir aber erst, wenn man sehr viel länger spielt. Machen wir noch nicht. Wir wollen nicht zu viel spoilern. Ja, Mann, nee. Jetzt einfach ein Nickerchen bis zur Nacht und dann zur Bestrafung in der Mitternacht rumlaufen. Nee, mache ich nicht. Ich klaue noch ein paar Sachen hier. Du hast das nötig, was? Achso, der reagiert ein bisschen empfindlich darauf. Also im Prinzip kann man ja fast überall reinlaufen und alles mitnehmen. Aber hin und wieder sind Leute doch ein bisschen sauer, wenn man wo reinläuft. Genau, das sieht man aber direkt am Item. Also wenn etwas Diebstahl ist, dann wird es einem angezeigt und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man das möchte oder nicht. Und wenn man erwischt wird, ja, dann ist halt doof. Dann muss man halt entweder die Beine in die Hand nehmen oder dafür bezahlen oder kämpfen, wie auch immer. Besser ist, man lässt sich gar nicht erwischen. Ja, wie im Real Life. Ist ja auch genau. Nicht viel anders. Er pulsiert nur etwas bläulich. Nehmen wir mal mit. Und alles eingesackt. Hier geht's wohl zu gut. Das war ein Versehen. Ich habe das nur sichergestellt. Das lag lose rum und ich wollte gucken, dass es nicht geklaut wird. Behaupte ich immer. Lass den Unfug. Ja, ich bin ja schon wieder weg. Alles gut. Vielleicht kehren wir da in der Nacht zurück, wenn wir besser mopsen können. Nee, das sind ja unsere Freunde hier. Die sollte man eigentlich nicht bestehlen. Es ist für einen guten Zweck, also für das eigene Inventar. Wir schauen nochmal, wo es oben weitergeht. Da wollen wir hin. Es gab ja auch beim letzten Mal jede Menge Gefährten. Ich mache mal einfach was anderes. Ich laufe mal einmal quer durch die Wildnis. Ach, ich spoilere mal selber. Ich habe das Spiel ja vorher auch schon ein bisschen gespielt. Und ich weiß, dass es hier irgendwo in die Ecke jemand gibt. Mit dem würde ich gerne ein paar weitere Schritte der Story gemeinsam erleben. Zu dem renne ich jetzt mal einfach hin. Der ist irgendwo nach meiner Erinnerung hier unten. Einer unserer Gefährten vom ersten Teil. Den hätte ich gerne als Waffengefährten und als Plauderer mit mir. Das ist nicht der allergesprächigste. Es gibt Leute, die sind ein bisschen verquatschter. Aber das ist jemand, den ich als Ergänzung eigentlich sehr schätze. Mal gucken, ob wir den wieder finden. Die sind auch platziert, glaube ich, Björn, immer an derselben Stelle. Also wo ich den beim ersten Mal getroffen habe, finde ich genau. Naja, alles gut. Magst du mal, dass wir in diesem Teil sehr viel mehr Arbeit reingesteckt haben in die Begleiter. Also vor allen Dingen er hier. Mhm. Und also die Quests der Begleiter, die hatten ja auch schon in Elex 1 Quests und man konnte die mitnehmen und die hatten ihre eigene Geschichte und da gibt es sehr viel mehr von jetzt im zweiten Teil. Also wenn man einen findet und man nimmt den mit, dann haben die auch so ihre eigenen Quests und Probleme und die haben sich nahezu verdoppelt in diesem Teil, also in Relation zum ersten Teil. Das ist ziemlich cool geworden. Also diese Nebenquests, sage ich jetzt mal, oder auch angelehnt an die Hauptquests, was dich natürlich nachher auch in der Bastion begleitet, die Fraktion, die der Jax im Grunde genommen selber neu aufzieht, so, ja, ist ein tatsächlich
ja, das begleitet dich die ganze Zeit über und es kommen immer wieder Begleiter zu dir und bieten dir ihre Missionen an und ihre Geschichten und so weiter. Da habe ich sehr viel Arbeit reingesteckt, ja, das ist richtig. Euer Team ist ja mittlerweile etwas größer, von Jahr zu Jahr oder von Spiel zu Spiel wird es etwas größer. Mittlerweile seid ihr Teil der sogenannten THQ Nordic Familie oder Entwicklerstudio Familie. Das heißt, sind jetzt Eigentümer eures Entwicklerstudios. Ich habe viel mit denen auch zu tun, habe öfters auch schon andere Entwicklerstudios besucht und hatte immer den Eindruck, dass die einem doch viel ihr Zeugs in Ruhe machen lassen, weil die halt wissen, wenn wir von oben als Publisher reinreden und versuchen irgendwie das zu beeinflussen, so die DNA oder die Essenz dieser Spiele zu beeinflussen, das rentiert sich nicht unbedingt für uns dann selber. Es gibt euch aber andererseits auch ganz neue Möglichkeiten, wenn er ein Eigentümer ist, der auch eine Menge Kapital mit einbringen kann. Woran merkt man das qualitativ aus eurer Sicht bei dem Spiel, dass euch mehr finanzielle Möglichkeiten zur Verfügung standen als bei früheren Spielen? Erstmal ganz stumpf an der Länge, ja, wie lange wir daran entwickeln durften. Wir haben jetzt, ich glaube, fast 4 Jahre voll mit Elex 2 und das kam im Ganzen zugute, weil wir halt sehr viel mehr polischen konnten. Ne? Bugfixing war ganz oben auf der Liste, dann so Sachen wie das Pacing und auch diese ganze, wie fühlt sich das Spiel an, Look and Feel von dem Spiel, haben wir sehr viel Arbeit investiert und haben versucht, diese ganzen Ecken, die einen doch teilweise sehr gestört haben, noch am Ende abzufeilen und gut zu machen und dabei halt auch immer darauf zu achten, weil es ist so, wenn du einen Bug fixst, ne, so 5 Bugs sind im Spiel, die machst du weg und dann baust du wieder einen neuen ein. Und das muss man dann auch mal kontrollieren immer so, ne? Das heißt, mit der heißen Nadel strick mal eben Bugs wegmachen oder so. Das ist immer sehr, sehr schwierig und da hatten wir auf jeden Fall genug Zeit, zu investieren und auch so. Und wir hatten im Schnitt immer so 27 Leute und mittlerweile sind wir 34, um da mal so eine Hausnummer zu nennen, also Mitglieder. Dass wir jetzt nicht sagen, wir hätten jetzt unser Team verdreifacht oder vervierfacht oder sowas. Wir sind immer noch sehr familiär, wir haben immer noch dieselbe DNA, sag ich jetzt mal, und ich glaube, das merkt man unser Spiel noch an. Mhm. Wenn ihr bekomme das oft von anderen Entwicklerstudios mit, dass die selten an nur einem Spiel arbeiten, dass die ihr Team teilweise aufteilen in Teileinheiten und dass ein Teil des Teams betreut dann noch das Spiel, das vorher rausgekommen ist, sorgt immer noch für Patches oder vielleicht in manchen Fällen für DLCs. Ein Team ist an einem laufenden Spiel beschäftigt und ein Team guckt schon in die Zukunft und macht schon die ersten Vorbereitungen auf den nächsten Titel. Seid ihr da auch drin in so einer Arbeitsweise oder seid ihr noch von der Teamgröße her in Anführungszeichen zu klein für so ein arbeitsteiliges Verhalten? Also wir sind ein Team und das arbeitet in der Regel auch immer an einem Titel, aber es gibt sowas wie eine Übergangszeit, ja, von einem Projekt ins nächste. Und hey, in der Crony, befinden wir uns auch. Ich meine, entschuldige mal, kurz unterbrechen, wegen Film. Commander, Analyse der Überlebenswahrscheinlichkeit aufgrund des Angriffs der fremden Individuen sehr niedrig. Ja, mein Freund, freut mich auch, dich zu sehen. Es waren viele Tage keine Lebenszeichen des Commanders auf den Sensoren zu verzeichnen. Ja, ich weiß, das war knapp. Frage: Erklärung der Abwesenheit? Diese bizarren Biester haben mich gejagt und ich war lange bewusstlos. Empfehle Rekalibrierung. Alphauptquartier in Ignaton. Mir geht's gut, Crony. Danke. Beginne Analyse der Erfolgschancen einer möglichen Wiedereroberung verlorener Territorien. Ich finde das witzig, auch wie er im Chat reagiert, als Crony, ein Begleiter, ein Gefährte aus dem ersten Teil, jetzt wieder aufgetaucht ist. Den nehmen viele Leute als putzig wahr. Der ist total süß. Es ist ja auf den ersten Blick eine Maschine, auf den zweiten Blick eine Maschine, auf den dritten Blick eigentlich auch, aber trotzdem, man projiziert jede Menge Gefühle auf den, als ob das so ein kleines fliegendes Kind ist, ne? Bisschen seltsam, bisschen strange, aber irgendwie so zum Knuddeln. Tja, seine Schaltkreise haben sich irgendwie an dich gewöhnt. Ne? So, mal gucken. Er war schon eine Weile unterwegs. Du hast die Gegend hier ja schon ein paar Tage beobachtet. Wie beurteilst du die Lage?
Kürzliche Kampfhandlungen am Weltenherz der Berserker mit einigen Vandalen der Morkons. Ja, steht schon auf meiner Liste. Was noch? Spähtruppen der fremden Invasoren gesichtet. Darum werden wir uns später kümmern. Noch etwas? Frage. Brauche mehr Informationen über die fremden Invasoren. Ja, ich auch. Vermutlich weiß ich in Grundzügen schon, wer sie sind. Sie sind ganz offensichtlich diejenigen, auf die wir all die Jahre gewartet haben. Die Wissenden. Ein hochentwickeltes Volk, das in irgendeiner Beziehung zum Ursprung des Elex steht und das uns Probleme machen wird, wenn wir nicht dagegen vorgehen. Niemand hat meine Warnungen vor den Wissenden bisher so richtig ernst genommen. Die Menschen hatten eher ihren eigenen Vorteil und ihre territorialen Kleinkriege im Sinn, als sich um das große Ganze zu sorgen. Aber was hilft das Lamentieren? Jetzt sind sie hier und wir sind leider ziemlich schlecht darauf vorbereitet. Empfehle strategischen Rückzug. Nur nichts überstürzen. Ein wenig Zeit haben wir hoffentlich noch. Sehen wir erstmal zu, dass wir heil aus der Sache hier rauskommen. Positiv. Ja, Kroni hilft uns sicher. Es ist aber ein Fernkämpfer an unserer Seite. Da müsste ich noch nicht mal meinen Bogen benutzen. Er ist sicher ein cooler Begleiter. Der hilft uns sehr. Aber erst müssen wir mal gucken. Wir müssen uns erst einmal neu orientieren, bevor wir wissen, womit wir es hier genau zu tun haben. Scan der Umgebung ergab eine Vielzahl neuer Bedrohungen. Ja, die Fremden haben ordentlich gewütet. Besser, wir sind vorsichtig. Analyse. Commander verfügt über unzureichende Bewaffnung. Ja, sehr feinäugig. Empfehle Wiederaufnahme gelagerter Ausrüstung. Coole Idee, Kroni, danke. Das können wir vergessen. Dieses Scheißding ist quasi auf meinem Haus gelandet und hat alles unter sich begraben. Beginne Berechnung Alternativoptionen. Ich fürchte, wir müssen bei der Beschaffung ordentlicher Bewaffnung wieder ganz von vorne anfangen. Aber vielleicht fällt dir ja etwas Brauchbares ein. Mama, geht's dir eigentlich gut? Bist du fit? Wann warst du das letzte Mal im Hauptquartier der Alps und hast dich durchchecken lassen? Letzte Wartung im Depot vor 76 Tagen, 23 Stunden und 25 Sekunden. Oh, stimmt. Wir waren in letzter Zeit nicht sehr häufig bei den Alps in Ignadon, nicht wahr? Ich bin eben kein Robot-Experte. Ich war meist eher ein Kämpfer als ein Techniker. Positiv. Ist jemand, der uns richtig gut kennt. Bei dem fühlen wir uns gut aufgehoben und nochmal ein Flashback. Wie auch immer, dein zuständiger Techniker im Depot sollte mal einen Blick auf deine Systeme werfen. Es kommen turbulente Zeiten auf uns zu. Irgendeine Fehlfunktion können wir uns jetzt nicht leisten. Nächste Wartung, Depot Ignadon. Zum nächstmöglichen Termin vermerkt, Commander. Gut. Sehr schön. So. Auf geht's. Mitkommen. So, jetzt haben wir einen Begleiter dabei. Jetzt wird es alles, glaube ich, ein bisschen einfacher. Wir schauen es nochmal an. Wir wollten eigentlich ja den Sohnemann finden und wir wollten hier oben, damit Kaya zufrieden ist, diese ganzen Bluthunde entfernen. Und wir laufen erstmal hoch und ballern da oben ein bisschen was weg und erkunden weiter in die Gegend hier. Also ich fasse mal mehrere Fragen zusammen. Gerne. An der Stelle vielleicht. Die letzte hat mich daran erinnert, da hat jemand nach, kann man in-game Bugs melden, gefragt. Vielleicht vorweg, wir sind jetzt schon erstaunlich bugfrei, da sind wir ganz stolz drauf. Das zweite, solltet ihr trotzdem was finden, was nie ausbleibt bei so einer Riesenwelt und wenn man so ein Spiel auf die Menschheit loslässt, haben wir einen Discord-Server für Elex. Da sind wir auch aktiv, beziehungsweise werden nach wie vor auch aktiv sein. Und das ist genau die richtige Adresse, wo ihr das hinschreibt. Also nicht auf unseren Social-Media-Kanälen, das wäre der Wahnsinn, wenn wir das machen würden. Aber auf dem Discord-Server, und da komme ich auch zur zweiten Frage, wo kann man das Spiel eigentlich kriegen? Also wir haben eine Website, die heißt elexgame.com, elexgame ein Wort. Und da kann man runterscrollen, da findet man sowohl den Discord-Server als auch
Vorbestellermöglichkeiten, Informationen übers Spiel. Und die Leute, die sagen, nee, vorbestellen möchte ich nicht, möchte mir das erstmal angucken. Und ihr möchtet euch uns vielleicht trotzdem unterstützen. In dem Fall freuen wir uns tierisch, wenn Leute das Spiel auf die Wishlist packen. Denn das hilft uns. Also jeder Klick auf die Wishlist kostet nichts und hilft, dass das Spiel bei Steam zum Beispiel eine bessere Platzierung bekommt oder dass man ein bisschen gucken kann, wie groß denn die Nachfrage überhaupt ist. Und das freut uns und auch den Publisher. Dann kann man noch ein bisschen was machen. Das ist das, was ich bei Entwicklerbesuchen immer sage. Steam Wishlist, super Sache, genauso wie Jenny es gerade beschrieben hat. Kostet nichts und ihr könnt ein Spiel unterstützen, Sichtbarkeit verschaffen, gerade rund ums Release, ganz, ganz wichtig. Wenn der Entwickler sympathisch findet, euch nicht sicher seid, ob es das richtige Spiel für euch ist, kann man immer machen. So, jetzt habe ich mal ganz kurz aus den Augen verloren, wo die Feinde sind. Wie gut ist hier oben? Einen kleinen roten Punkt haben. Nein, gleich bin ich mausetot. Alles aus. Und komm, jetzt machen wir einmal Nahkampf. Oh Gott. Nein, weg. Ksch. Komm ich bis oben hin. Knapp hier. Kroni, hör mal, ich habe extra Kroni gesucht, damit Kroni hilft. Hör mal, da vorne Kroni. Ich versuche Kroni mal ein Ziel zu geben, damit er weiß, für wen er mich verteidigen muss. Hier da vorne, Kroni. Da vorne hinballern. Auf den da. Gott, der ist weit weg, ne? Doch, jetzt hier. Auf den bitte. Kroni, hilf. Warum geht's nicht? Nochmal. Ich sehe ihn nicht wirklich. Kroni, unten runterschießen, bitte. Warum kann ich den Wind rechts zielen? Ich glaube, ich heile mich doch mal lieber mal kurz, ne? Ich bin mal ein bisschen realistisch und pack mir, ich investiere sogar mal, aber keinen starken Heiltrank. Nur einen kleinen. Ich bin der Optimist. Quickslot zuweisen, packen wir mal. Für den Fall der Fälle da oben hin. Ich glaube, du hast gar keine Pfeile. Das ist der Grund. Ich habe bereits alle Pfeile verschossen. Ja, dann ist natürlich schwierig. Dann einmal bitte Heiltrank saufen. Das heißt, ich muss in den nicht feigen Nahkampf rein. Guck mal, ob das klappt. An die Mods, die Becky, die ist, also die Betsky im Chat ist eine Arbeitskollegin. Die kann Links verteilen. Also kann sie nicht. Sie kann mit euch kommunizieren. Einmal hochfliegen, Ausdauerbalken wieder komplett machen. Kroni! Unten! Fass, Kroni! Fass! Ziel ist unten! Habe ich ihn zerstört? Nein, tatsächlich. Ich habe keine Sekunde an dem Erfolg dieser Mission gezweifelt. Bin super stolz darauf. Haben wir cool gemacht. Es gab keinen Moment der Irritation. Irgendwie so einen Augenblick, wo man sich gesagt hätte, habe ich eigentlich Pfeile oder habe ich keine? Alles Legende. Haben wir geschafft. Heiltrank sogar benutzt. Alles wie durch ein Wunder funktioniert. Sehr schön. Milder Stolz umfasst mich. Ja, das hat geklappt. Dank Kroni hat das Ganze geklappt. Danke an Kroni. Sehr, sehr zauberhaft. Nehmen ernst, es ist schon hilfreich, wenn man einen frühzeitigen Begleiter findet. Man kann die auch wechseln zwischendurch. Man kann denen sagen, hier, lauf mit, bleib stehen, geh zurück zu dem Ort, wo du üblicherweise bist, da holen wir dich wieder ab. Und für bestimmte Situationen sind auch vielleicht andere Begleiter, andere Gefährten nützlich, oder? Auf jeden Fall. Tut mir leid, ich habe jetzt gerade im Chat gelesen. Also ich bin so null multitasking-fähig und war jetzt voll abgelenkt. Nee, dass man bei bestimmten Situationen auch vielleicht andere Begleiter mitnimmt, weil die dann taktisch... Ja, unbedingt, klar. Wenn man Kaya dabei hätte, beispielsweise, die kann Feuerbälle schießen und solche Dinge. Also da gibt es auf jeden Fall unterschiedliche Kampftaktiken, die die haben und, das, und auch unterschiedliche Stärke. Und das macht schon Sinn, sich dadurch zu... probieren, sage ich mal, wer da für dich am besten passt. Und die haben auch alle ihre eigenen Geschichten, die sie dir erzählen und Quests und so weiter. Und da fehlt die haben was. Auch alle ihre eigene Loyalität und Moral. So, ne? Das heißt also, du kannst die auch zu Freunden machen oder du kannst Beziehungen mit denen eingehen und solche Dinge. Das macht schon Sinn, dann einfach mal den Partner, den du da hast, der dir verrückten Gefährten zu wechseln. Unten ist noch ein weiteres Ziel, das man schnappen könnten, um XP zu bekommen. Pfeile habe ich keine. Ach, wie ich mal unter Folgendes. Ich gehe einmal rüber und kaufe neue Pfeile. Die gab es hier im Weltenherz. Wir rennen einmal hin und einmal retour. Dann müssen wir den ganzen Weg zu Kaya wieder rauf. Ach, das geht auch so. Ich hab doch meinen Begleiter bei mir. Das muss auch so gehen.
Wir laufen mal rüber zur Quest und versuchen von den anderen ein paar zu erwischen. Ich frage nochmal in den Chat rein, wie ihr das, ja, es gibt, da haben wir eben schon drüber gesprochen, ob es wieder ein persönliches Lager gibt, wie in dem ersten Teil, fragt mal Evas Gummibärchen, gibt's und hat diesmal sogar, da laufen wir auch gleich hin und lernen das kennen, sogar noch eine viel größere Bedeutung im Spiel, oder? Du hast wieder im Chat gelesen, ich auch. Ich habe gerade geguckt hier. Können PC Steam-Version in der CE? Ja, wahrscheinlich Steam Key, vermutlich. Gehen wir mal von aus. Also meine letzte Information war beides. Es kommt eine DVD hinein und ein dazugehöriger Steam Key. Ja, da war die Frage nach GOG. Ne? Also es wird wahrscheinlich Steam sein, ja. Steam. Ja. Es ist in der CE wird Steam sein, korrekt, richtig. Korrekt. Ihr könnt das Spiel aber auch auf GOG kaufen. Also, wenn ihr das wollt. Aber nicht die CE. Brauchen die Begleiter auch Munition? Nein. Brauchen sie nicht. Hardware-Anforderungen arbeiten wir gerade dran. Ja. Das können wir sicher erst sagen, wenn die Optimierungen abgeschlossen sind. Das sind sie aber zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Renn hier einmal quer durch die Landschaft oben durch. Wir sammeln noch ein bisschen Zeugs ein. Kroni immer an unserer Seite. Ballet fragt, gibt es über WB das Spiele günstiger? Ich arbeite ja mit Games Planet zusammen mit diesem Shop. Und die Spiele von THQ Nordic haben wir, dann hat Games Planet immer im Angebot, meistens ein bisschen billiger rund ums Release, aber da habe ich oft so einen Gutscheincode. Games Planet selber ist kein grauer Markt, sondern ein offizieller Vertragspartner von den Publishern. Das heißt, es ist kein Problem, solche Spiele wie das irgendwo im Internet zu kaufen für ein Apple und ein Ei über Wege, über irgendwelche krummen Wege im Ausland, wo Leute Keys billiger bekommen in anderen Preisregionen oder Firmen vor Ort, die irgendwo in Hongkong sitzen, einfach keine Umsatzsteuer zahlen, andere Geschichten. Das wird auch hier kein Problem sein. Falls ihr billiger kaufen möchtet und trotzdem auf eine Art und trotzdem die Entwickler unterstützen möchtet, indem ihr einfach aus einer Quelle kauft, wo der Publisher direkt mit denen, mit diesem Zwischenhändler auch im Geschäft ist, ist meine Standardempfehlung Games Planet, mit denen ich auch kooperiere, und vielleicht haben wir auch einen Gutscheincode rund ums Release, werde ich auf jeden Fall dann rund ums Release dann nochmal sagen. Und falls euch das Spiel gefallen sollte dann und ihr habt Bock auf ein bisschen Merch, gibt es tatsächlich jetzt. Ganz viele Leute waren ganz fleißig und haben nachgefragt bei THQ Nordic. Keine Ahnung, wie der Link ist, aber wenn man THQ Nordic und Store bei Google eingibt, dann landet man auf deren Store und da gibt es mittlerweile T-Shirts der verschiedenen Fraktionen, Hoodies. Es gibt sogar eine Piranha-Bytes-Tasse mittlerweile. Es gibt aber auch Gläser und ein Mauspad von Elex und diverses anderes Zeug. Im Chat wird auch eifrig der Link immer gepostet, wie das in dir und Co., wenn ihr Chatmods das freundlicherweise nochmal posten könntet. Auf YouTube nach einer Aufzeichnung direkt hier drunter, Link auf die Homepage von euch, vom Spiel. Dort bekommt ihr viele weitere Infos noch, Screenshots, Multimedia-Sachen und viele Infos einfach noch. Da ist der Link im Chat. Danke an wie das in dir. Jetzt kommen wir hier vorne an, nähern uns unserem Ziel. Hier sieht es richtig pyrtisch aus. Was man auch daran merkt, dass wenn irgendwo Leichen liegen oder Blutflecke, dass das in einer sehr malerischen Umgebung ist. Dramatische Musik zeigt mir an. Ja, kommt wieder irgendein Monster von irgendwo her, da vorne. Den schnappen wir uns. Oh, ein junger Stachelrücken. Ihr habt ja auch im Glossar so kleine Hintergrundgeschichten zu den Bestien. Kroni, ich brauche deine Hilfe. Ja, Kroni hat gepennt. Ich sag's ganz offen. Ich glaube, den habe ich ganz alleine killen müssen gerade. Ich brauche dringend ein Bett. Ich guck mal, halt mal auch schon an einem Schlafsack. Ich bin nur wieder zu geizig, um irgendwelche Tränke zu saufen. Mal gucken, ob wir irgendwo einen finden. Wo bin ich denn? Hier vorne ist ein Haus. Ich wette, in dem Haus finde ich einen Schlafsack. Oder irgendwo ein Bettchen. Ich renne mal schnell hin. Das war in diese Richtung hier vorne. Kroni, mitkommen. Daniel, helfen bitte. Einer fragt, ob es Zettel und Bücher gibt. Jede Menge. Jede Menge Zettel, Bücher, Audiologs und Lore sind in der Welt verteilt, wenn man explort. Es ist eine sehr dichte Welt. Mhm. Ja.
Da haben wir auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass es, dass man überall auch wirklich was finden kann, Geschichten und Sachen und so. Ja. Kroni hat anscheinend eine Sockenpuppe im Chat, seinen eigenen Twitch-Account, der von Kroni gesteuert wird. Anders kann ich das nicht interpretieren. Alexander schreibt, Kroni hatte seine Lebenszeichen überwacht. Das ist ganz wichtig. Vielen Dank. So motivierst du mir denn nicht, Alexander. Ich würde mich wohl dann sicherer fühlen, wenn es ein paar kritische Bemerkungen in Richtung Kroni gäbe, damit er sich gefälligst mehr engagiert. Sag mal, ich habe jetzt Kroni als den Kroni bezeichnet. Ist das überhaupt richtig? Ist Kroni... Was hat Kroni für ein Geschlecht? Kroni ist ein Name. Kroni ist eigentlich eine Bezeichnung. Es ist ein anderes Wort für Freund. Englisches Wort Freund. Ne? Sowas. Und ja, es hat eine Einheit, eine Drohneneinheit der Alps ursprünglich mal. Und die nennen was denkst so, du, was das halt hier einmal war, Gefährte Kleiner? Ist hier ein Betreuer. Starte Umgebungsanalyse. Da steht die Loyalität auch immer auf, ist ein wahrer Freund. Von das Anfang ist gut. An, das bleibt auch so. Und, was hat deine Analyse ergeben? Analyse erweist sich als komplexer als berechnet. Setze Analyse fort. Wir haben auch diesmal mehr Schwierigkeitsgrade eingebaut. Also während Alex auch im leichten Schwierigkeitsgrad für einige noch knackig war und also viele Leute auch nicht wussten, für die es so schwer war, dass man theoretisch die Ausdauer ganz hat abstellen können und solche Geschichten, haben wir jetzt tatsächlich einen Modus, Analyse bei dem es sehr abgeschlossen. Und? Keine eindeutige Analyse möglich. Zu viele unbekannte Variablen. Wahrscheinlichste Verwendung dieser Struktur mit 43%iger Wahrscheinlichkeit. Ein Ritualplatz für altertümliche Bräuche, die etwas mit dem rituellen Zerstören von Bäumen zu tun hatten. Ich weiß ja nicht, ob du da richtig liegst. Vielleicht überprüfst du lieber deine Sensoren noch einmal. Also, Kroni ist ja eigentlich eine Maschine und man dichtet was Maschinen ja an, dass sie relativ kurz fassen, aber ich halte ihn für einen kleinen Schwätzer. Ich sag's ganz offen. Wir sammeln noch ein bisschen Sachen ein. Wann kommt eigentlich die Vertonung des Spiels bei der Entwicklung? Wann habt ihr das alles aufgenommen, was man jetzt hört? Das kommt so nach und nach. Also ich bin verantwortlich für den Sound und ich habe eine große Library. Viele Sachen habe ich wiederverwendet, aber sobald etwas fertig ist, wird es auch dann sofort vertont. Ja, also das heißt, wenn eine Cutscene fertig ist, wenn irgendwie ein Tagesablauf oder so fertig ist, dann gibt es nachher so eine Session, versuche ich halt alle Effekte zu vertonen und solche Dinge. Und das geht dann immer so wellenartig. Dass ich Sachen vertone, wie zum Beispiel die Welt, ne, die ziemlich früh ist klar, wo Flussläufe sind und wo Wasserfälle sind. Und die kann ich sehr frühzeitig schon vertonen. Da kann ich schon mal die erste Rutsche mal drüber machen. Also, das heißt, das geht in mehreren Iterationen einmal quer über die Welt, bis sie dann vollständig ist. Wie ist das eigentlich, fragt Onkel Richie im Stream, wenn Entwickler ihr eigenes Spiel spielen? Gibt es überhaupt noch sowas wie normales Spielen, wenn ihr euer eigenes Spiel zockt? Ja, unbedingt. Du sagst nein? Ich hätte jetzt nein gesagt, ja. Also normales Spielen doch schon. Also das mache ich auch gerade. Ich spiele es gerade auf der PlayStation 4, ja, so eine Vorabversion, und das macht schon Spaß, also es zündet schon, ne? Obwohl man eigentlich weiß, wie es weitergeht und so weiter, erwische ich mich auch selber immer wieder dabei, wo ich denke, ach komm, könntest du ja nochmal eine Stunde dranhängen, so, ne? So, das tun wir schon. Ja, ich habe es jetzt anderthalb Mal gespielt, ne? Einmal komplett durch, einmal ein halbes Mal, und jetzt wäre so die dritte Session. Ich fange ja von vorne an und spiele es dann auch selber nochmal durch. Ja, wir spielen irgendwie 50.000 Mal den Start, ne? Ja, ja. Das ist so, liegt so in der Natur der Sache. Ich würde sagen, man macht ja selber immer nur einen kleinen Teilbereich, ne? Also wir sind beide involviert im Story-Bereich auch. Also ich jetzt noch ein bisschen weniger, weil ich auch zwischenzeitlich in Elternzeit war. Und dann hat man halt die Bereiche, die anderen gemacht haben. Und das kennt man dann noch nicht. Und das ist natürlich dann schon spannend irgendwie, wenn man Quests spielt im eigenen Spiel, die man noch nicht kennt. Und trotzdem ist es beim eigenen Spiel immer so, dass man das Gefühl hat irgendwie, ach, da könnte ja noch und da möchtest du noch und da, ach, und hier und da. Und dann fängt man an, sich Listen zu machen. Und das artet dann schon ein bisschen aus. Also es ist nicht so, dass man das spielt wie andere Spiele.
Könnt ihr denn andere Spiele noch naiv spielen, so wie wir andere Spiele spielen? Oder nimmt ihr die teilweise auch technisch wahr und schaut euch an, wie finden die Lösungen für die Story, für die Beleuchtung, fürs Spieldesign, fürs Balancing? Ja, das stimmt. Das tun wir. Aber es gibt auch immer einen Unterschied, ob man irgendwie den Batman-Darsteller im Moviepark hier, der dann da so als Statist da so ein Batman mimt, irgendwie als Student, der sich nur ein bisschen zu Brot verdienen will, wahrnimmt oder irgendwie sagt, ach, guck mal, da ist Batman. Also so eine gewisse Magie muss dann schon irgendwie immer ausstrahlen, so ein Spiel. Und wie gesagt, das letzte Spiel, was ich gespielt habe, wo das so war, war Fallout 4 im VR habe ich gespielt und ja, da bin ich halt dieser Typ, der dann durch diese kaputte Welt rennt oder Days Gone, dann bin ich dieser Typ, der dann keine Schnellreise macht, sondern alles mit dem Motorrad erkundet und sich um sein Motorrad kümmert und das ist schon doch diese Magie und dieses Zünden von Spielen, das passiert mir heute immer noch und da bin ich auch sehr dankbar für, dass das so ist. Das geht mir auch so. Also ich bin menschliche Überlebenswahrscheinlichkeit im kritischen Bereich. Spielen, was irgendwie eine total beknackte Idee ist, immer noch bei Cyberpunk dran. Da kreischte mich jemand an. Wie gut, dass ich Kroni dabei habe. Also Kroni hatte alle Probleme von eben wieder gut gemacht. Eben hatte Kroni mich kämpfen lassen. Jetzt ist Kroni echt an meiner Seite. Ich bin total stolz. Kroni würde ich gerne mitnehmen fürs Real Life, so als Begleiter in Alltagssituationen. Wenn irgendjemand doof kommt, Kroni ist dabei, hat ein tröstliches Wort für mich. Zweifelsfall sage ich, hey Kroni, wie sieht die Situation aus? Situationsanalyse bitte. Dann heißt es nachher, Mensch, WB, deine Ausrüstung ist beschädigt. Geh nach Hause, leg dich in den Schlafsack, keine Ahnung. Fände ich sehr, sehr cool. Ihr hattet eben Jenny angesprochen, du hattest das erwähnt, dass ihr ja durchaus arbeitsteilig auch im Team seid. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Je größer ein Team ist, potenziell, desto arbeitsteiliger wird es. Ihr seid mittlerweile auch größer als zu Beginn. War das anfangs weniger arbeitsteilig und ist es jetzt mehr arbeitsteilig? Habt ihr jetzt mehr Spezialisten? Wird es für die Leute, die mit euch arbeiten, schwieriger, oft das ganze Spiel zu überblicken, weil die Teamgröße eine andere ist? Ein bisschen. Also man sagt immer, oder Björn sagt immer, auf so 7 Leute kommt ein Wasserkopf. Das heißt, wir haben natürlich auch Abteilungsleiter und Björn, der ist dann Projektleiter und es gibt so eine, sagen wir mal, flache Hierarchie. Aber die ist immer noch sehr flach und daran hat sich auch nichts geändert. Und jeder von uns hat immer mehrere Aufgaben. Also wenn man jetzt überlegt, wir arbeiten 4 Jahre lang an so einem Spiel, dann machen wir am Anfang Design und überlegen uns Sachen, die wir halt im Spiel haben wollen. Was für Monster, wie viele Länder, was ist denn überhaupt das Setting und so weiter. Und dann gibt man einen Rahmen und dann designen wir im Story-Bereich zum Beispiel als nächstes dann die ganzen Lager, Quests, Charaktere und was alles später da rein soll aus, bevor wir dann anfangen tatsächlich am Spiel zu arbeiten. Während die anderen Bereiche dann schon mal überlegen, wie sehen die dann aus, wie sieht der Level aus und so weiter. Und dann arbeiten alle parallel. Und im weiteren Verlauf sind wir dann irgendwann in der Implementation. Dann malochen alle. Das ist die Zeit, wo wir dann mit dem Kopf in der Garage stecken. Entschuldige, habe ich keine Absicht, habe da was getriggert. Kurzer Dialog. Dir fette Beute gemacht. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hey, Moment mal. Dich haben doch nicht etwa die Berserker vom Weltenherz im Westen geschickt, oder? Mann, das war alles nur ein Missverständnis. Die haben zuerst angegriffen. Wir haben uns nur verteidigt, ehrlich. Dass dabei ein paar von den Berserkern draufgegangen sind... Hey, so etwas passiert schon mal. So, wir haben die Morkons getroffen, die neue Fraktion. Die sehen ein bisschen punkig aus. Halten die Hand auf. Also ich will keinen Ärger, vor allem deshalb nicht, weil das ein paar mehr sind als ich. Und ich habe ja nur Kroni dabei und bei Kroni weiß man, wenn er Bock hat, kämpft er sehr engagiert. Und wenn er keinen Bock hat, sucht man ihn. Dann fangen wir ganz langsam. Wir machen mal was, irgendwas Neutrales. Und wenn mich jemand geschickt hätte? Also an deiner Stelle würde ich mich ganz schnell verpissen. Sonst werden wir dir große Schmerzen bereiten, klar? So, mal gucken, was Kroni von der Situation hält. Ich glaube, das kann ich mir schenken. Ja, alle
Das sind viele, ich bin einer. Ich habe die ganze Zeit naiverweise gedacht, die Bluthunde seien irgendwelche Monster, die ich hier treffen würde. Aber es sind Menschen, die sich als Bluthunde bezeichnen, um als stark zu gelten und um sich gegenseitig zu bauchpinseln. Stimmt. Ich speichere einmal ab und gucke mal, was passiert. Das hatte ich sehr, so weit hatte ich noch nicht Momentan gespielt. Momentan nicht. Er will nicht mit mir reden. Das finde ich fast schon, bei einem der Strategiespiele würde ich sagen, das ist ein Casus Belli. Ich habe keine Zeit. Der hat keinen Bock auf uns. Der hat einfach keinen Bock. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich schaue mir die Situation mal in Ruhe an. Muss mal kurz überlegen, wie wir damit umgehen. Ich gucke mal in den Chat rein. Was meint ihr? 5-4 Bluthunde um uns drum herum, die uns keines Blickes würdigen. Die sagen, wir wollen gefälligst unsere Schnauze halten. Was ist nun mal unser Auftrag? Gucken wir mal rein in die Map und in das Logbuch. Also, wir sollen die irgendwie vertreiben. Hauptmissionen, nur ein toter Morkon. Wir müssen sie vertreiben. Wir müssen sie bestrafen. Kaya hätte, glaube ich, gern, dass wir den Attacker, man kann nur einmal sterben. Das schaffst du nicht, WB. Kurrel, vielen Dank für das Vertrauen, das du mir rüberschickst. Echt. Wenn man solche Leute im Chat hat, muss man keine Angst haben. Aufmischen brüllt Mosig. Blut füllen, blute Gott, meinte Defcon. Bluthunde bluten lassen, wünscht sich Max. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Mir kann nichts passieren. Ich habe die Schnellspeichertaste und die Schnellladetaste. Ich komme aus jeder Situation raus. Gar kein Ding. Wir hatten einen kleinen Sicherheitsabstand, drücken kurz auf F5. Ein kleiner Tipp hilft auch im Real Life oft. Einmal F5 gedrückt, einmal einen kleinen Sicherheitsabstand. Wir fangen einfach an. Ich dresch mal auf einen drauf und wir gucken, was mal wie die anderen reagieren. Was, ja. So, jede Menge Gasflaschen, auf die ich schießen könnte mit meinem Bogen, falls ich Pfeile hätte. Also ich kann natürlich auch mich direkt daneben stellen und versuchen, mit meinem Bleirohr drauf zu schlagen. Scheint mir aber nicht die sicherste Variante zu sein. Ich guck. Oder meint ihr als Entwickler, das wäre eine Möglichkeit? Mit einem Bleirohr drauf und alle anderen explodieren auch und ich überlebe wie durch ein Wunder? Unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Kroni hacken? Ich rede mal mit Kroni und sag ihm, baller mal drauf. Ich rede mal mit Kroni. Kroni, bist du einsatzbereit? Wie sieht's aus? Was meint Kroni zum Thema? Letzte Selbstanalyse ergab keine nennenswerten Störungen. Das ist sehr hilfreich, Kroni. Vielen Dank. Wenigstens etwas. Hast du mich vermisst? Das ist ja hier gar nichts. Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders 0,3%. Was man das Spiel auch macht, ist halt unterschiedlichen Schaden. Na gut. Kroni hat gerade meine Überlebenswahrscheinlichkeit. Es gibt viel zu tun. Mit 0,3% bezeichnet. Ich brauche dich als zentrale Datensammelstelle und Speer. Ganz im Ernst, ich bin langsam beleidigt. Kroni ist echt hier. Jetzt habe ich noch irgendeine Quest erfüllt. Kroni ist keine Hilfe. Kroni, du sollst da draufballern, bitte. Kroni macht das nicht. Das heißt, ich muss irgendwo einen Pfeil auftreiben. Vielleicht habe ich ja mittlerweile Pfeile. Ich gehe mal kurz gucken. Habe ich mittlerweile einen einzelnen Pfeil, mit dem ich irgendwo draufballern kann? Durch die Wissenden vorzubereiten? Kann ich nicht noch nicht nutzen, habe nicht die passende Waffe und keine Geschützmuni. Du siehst ja, was hier los ist. Ich guck mal, ob ich Pfeile klauen kann. Dafür ist es jetzt zu spät. Sie haben ganz offensichtlich schon mit ihrer Invasion begonnen. Positiv. Ah, mein Kopf. Jetzt kommt nochmal ein Flashback. Ich glaube, ich muss tatsächlich, also manche, ich schaffe das ohne auf die Gasflaschen zu ballern. Irgendwelche Dinge mit mir. Naja, also mit wegrennen und wiederkommen und wegrennen und einzeln rauspicken vielleicht. Ja. Ist das heldenhaft oder? Ja. Ist alles legitim. Also alles ist alles legitim. Erlaubt. Dann mach ich außerdem, das. Wenn die, also der erste fragt jemand nach Schleichangriff, wenn einer nicht mitrechnet und man trifft den insbesondere in den Kopf, dann macht man natürlich wesentlich mehr Schaden. Oh. Also das schon. Aber Assassin's Creed ist es nicht. Also kannst du jetzt nicht mit dem Dolch erstechen. Mhm. Ich stelle mich mal hinter den, speichere einmal ab und mache etwas, was ich im Alltag noch nicht so häufig gemacht habe. Das heißt, ich zücke mal kurz mein Gleitrohr und versuche von hinten eins überzuziehen. Alles andere würde mich sehr wundern. Da drüben rennt er! Verfolgt ihn! So, und jetzt wegrennen. Ganz schnell weg, Daniel. Ganz, ganz schnell weg. Oh, ich bin... Bin ich im Zeitloop-Modus? Nein, der ist einfach so lahmarschig. Komm, hau ab! Hau ab! Verschwinde, Jax! Ich rede mit mir schon in der dritten Person. Wahrscheinlich ist er irgendwo... Es ist ganz furchtbar. Hat's geklappt? Rennt einer hinterher? Nein! Kroni hilft. Es sind ein paar zu viele. Ja, langsam wird's besser. Machen wir uns den mal hier.
Jetzt aber Seraph, also ich meine. Kroni. Aber sehr viel habe ich noch nicht herausbekommen. Oh, es klappt beinahe. Beinahe! Ja, also ich glaube, das war jetzt noch nicht so. Also komm, also so ein Spiel spielen, ohne ein einziges Mal zu sterben, sollte man nicht machen, finde ich. Aber es war schon gar nicht so schlecht. Der eine hat auch einen Totenkopf, ne? Daran merkt man, der ist dir eigentlich noch überlegen. Frage: Identität der Wissenden gleich der fremden Angreifer? Einmal einer von alles hinten? Andere würde mich sehr wundern. Aber sehr viel habe ich noch nicht herausbekommen. Jetzt abhauen. Kroni, komm mit. Kroni, folg. Kroni, komm. Einmal weglaufen. Dann vielleicht einen Einzelnen isolieren. Da ist keiner mitgekommen. Doch, einer kommt jetzt. Einer wäre genau die richtige Menge. Einen von heimtückisch erschlagen kann man schon mal. Ich speichere einmal ab. Einen haben wir heimtückisch erschlagen. Mal gucken, ob wir noch einen bekommen. Oder lebt er noch? Hat er überlebt? Das wäre aber bitter. Ich gehe einfach hin und tue so, als wäre nichts passiert. Ich glaube nicht, dass die mir feindlich gesonnen sind jetzt. Oh, eine beschädigte Schrotflinte. Ich glaube, die haben das vergessen, dass ich schon mal da war. Ist das Kampfsystem wieder dieses Kombo-System? Der aktuellen strategischen Lage. Das haben sie komplett überarbeitet. Das ist sehr viel reaktiver und du kannst auch mit der Schläge auch harte oder kurze Schläge oder so machen, je nachdem wie lange du drückst. Sobald ich mehr weiß, worauf wir uns hier einstellen müssen. Hier sehr lange drauf, um einen richtigen fetten Schlag zu landen, wenn der Typ gerade nicht hinkommt, kriegt er auch richtig viel Schaden. Das heißt, er manipuliert auch die Stärke seines Schlages und solche Dinge. Sowas haben wir eingebaut. Waffe runter! Die Waffen sind natürlich auch anders. Also wir haben Nahkampfwaffen, es gibt Schilde, es gibt zwei Handwaffen, schwere Waffen und diverse Fernkampfwaffen. Ja, schon wieder abgemurkst. Ich versuche abzuhauen, aber es klappt nicht. Ich habe zwei gekillt. Der Rest ist noch da. Bitter. Wie gut, dass ich zwischendurch immer F5 geklickt habe. Aber wir hatten uns eigentlich überlegt, wir wollten, als Björn und ich heute Mittag miteinander geredet haben, wir wollten eigentlich noch was ganz anderes den Leuten zeigen. Und vielleicht ist das sogar noch ein bisschen interessanter ausweichen. Und wie das er dir empfiehlt, ausweichen. In Ordnung. Nee, komm. Du meinst solche Sachen wie Kämpfe blocken zum Beispiel oder so wegrollen und solche Geschichten? Mache ich nicht, nee. Das ist falsch. Kann das Spiel aber, also theoretisch. Von hinten jemanden im Bleirohr erschlagen, das ist mutig, aber ausweichen und Rollen machen finde ich peinlich. Das ist nicht männlich, würde ich nie machen. Also von hinten über den Kopf ist okay, Rest ist nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Chat das genauso sieht wie ich. Wir wollten eigentlich nur was anderes zeigen, Björn. Ich renne hier mal weg und wir wollten noch mal einmal in die Bastion rüber und zeigen, wie man Jetpacks modifiziert. Das zeige ich mal. Mhm. Oder zumindest die Möglichkeit, wie man das macht. Wir zeigen das einmal über die Map, ignorieren einmal die Mission hier oben und hier vorne, da war Kaya und das hier vorne ist die Bastion. Das ist, da erwartet uns unser der Ex-Hybrid, der Mann, der ein Teil des Hybriden war, der sich von ihm befreit hat, indem wir so viel Misstrauen schenken, zu dem rennen wir mal hoch. Der ist irgendwo hier oben, da laufen wir hin. Deluxe fragt nach Brillen, Bonus und Rüstungswerten. Ja, da wurde dran gearbeitet und die, also wenn du jetzt unterschiedliche Sachen hast, die einen Wert erhöhen, das kann Rüstung sein, das kann auch irgendwie ein Spruch sein oder irgendwie sowas in der Art, dann addieren die sich und die werden dann rechts im Inventar angezeigt und da kann man auch vergleichen. Und das System vergleicht auch das, was du gerade anhast, mit anderen Sachen, aber nicht so typisch, sondern anders. Ich kann das nicht erklären, aber da haben wir ein bisschen was gemacht, ja. Das ist das Inventar.
Ist auf jeden Fall transparenter so jetzt. Ja, oder? Es ist transparenter. Wir haben halt ein paar Sachen gemacht, die die GUI etwas komfortabler machen. Natürlich ähnelt sie noch an Elex. Ne? Wir haben jetzt nicht das komplett neu erfunden. Aber es gibt zum Beispiel so Sachen wie, wir hatten sehr viele Listen. Und um das zu verbessern, haben wir jetzt Icons. Ja, wir haben zum Beispiel Item-Icons eingebaut. Und das macht das Ganze schon sehr viel übersichtlicher. Da kann man sich das angucken. Und irgendjemand hatte vorhin eine ähnliche Frage gestellt, ob man eine Waffe erkennen kann, die man craften kann. Und auf der rechten Seite steht das immer. Also links siehst du quasi deine Items und rechts siehst du immer, was das kann. Und da steht dann auch, ob es eine Waffe ist, die man craften kann. Und da steht dann auch, zu was man sie craften kann und was man dafür braucht. Jetzt bin ich gerade in die falsche Richtung gelaufen. Richtung Süden eigentlich, wollten wir Richtung Norden. Rauch zu der Bastion, die ist da hinten. Den aktuellen Moralwert kann man tatsächlich auch sehen, ja. Den gibt es auch zu sehen. Das konnte man bei Elex aber auch. Ja, er meint halt eine Zahl, ne? Ach so. Es gibt Ränge. Es gibt einen Rang, ja, und man kann auch Reiter sein. Und es gibt keine Kälte mehr, sondern etwas anderes Moralsystem. Wir nennen das Zerstörung in diesem Szenario. Der rennt einmal rauf. Dort oben zur Bastion, Jenny hatte eben das ja angesprochen, das Inventar, diese Vergleichsmöglichkeiten, wenn man links drauf zeigt zum Beispiel, einfache Klinge, wir tragen nur ein beschädigtes Bleirohr, dann wird angezeigt, wie viel mehr Schaden diese Waffe gibt, das ist der gelbe Pfeil. Wenn er oben zeigt auf der rechten Seite und den Wert, die roten Zahlen zeigen einem an, es fehlt einem Geschick an Geschicklichkeit und Stärke, das sind diese Attributswerte, ansonsten hätte man das nutzen können. Genau, und wenn man im Schmiedeinventar ist, dann wird einem quasi auch die Waffe angezeigt, die geschmiedet werden würde, wenn man sie denn schmieden will. Man kann Waffen auch modifizieren, da gibt es einen Sockel, da kann man Dinge drauf einsetzen und so weiter. Dann hierfür laufen mal den Weg hoch. Gucken mal kurz, wo wir sind. Nähern uns der Bastion. Kommen da gleich an. Alle oben rauf. Es gibt sehr viele verschiedene Klimazonen auch auf der Karte. Also nicht so in dem Sinne, das ist ein anderer Kontinent, aber es sieht dann schon anders aus als hier, oder? Ja, also Teile, die man aus dem ersten Teil kennt, haben sich verändert aufgrund der Geschichte. Und es gibt natürlich auch neue Gebiete, die halt eine unterschiedliche Vegetation aufweisen. Die ehemalige Wüste zum Beispiel, die hat sich verändert. Warum, werde ich jetzt aber nicht spoilern. Und ja, es gibt auch ganz neue Sachen, die wir noch gar nicht hatten, wenn man sich zum Beispiel der neuen Gefahr nähert, aber das sollte man dann selber rausfinden. Ein paar wenige Minuten spielen wir noch. 2 Stunden darf ich euch das Spiel zeigen. Das habe ich mit THQ Nordic, mit dem Publisher des Spieles, so abgesprochen. Und zwischendurch hatten wir auch ein paar Päuschen, haben ein bisschen Video gezeigt, aber jetzt kommen wir langsam zum Ende. Eine Sache will ich euch gerne noch zeigen. Gemeinsam mit unseren Gästen, und zwar wie das funktioniert mit dem Jetpack. Hey. Also bitte Verständnis dafür haben, dass ich das hier gleich mal skippe. Nur den Anfang zeige ich euch. Da bist du ja endlich. Hast du dir schon überlegt, was du als nächstes tun wirst? Nein, ich bin mir noch nicht sicher, was ich mit dir anstellen werde. Dawkins. Ah, ich sehe, du hast mittlerweile herausgefunden, wer ich bin. So, wir gehen raus. Ah, kann ich nicht. Ich muss eine der Aufgaben zeigen. Du bist mir eine Spur zu freundlich nach allem, was du abgezogen hast. Warum hast du dich mir nicht gleich zu erkennen gegeben? Ich hätte dich nur unnötig verwirrt und wollte, dass du dich erst einmal um deine Angelegenheiten kümmerst. Aber jetzt können wir ja endlich mit unserer Arbeit anfangen. Die Skyans haben mittlerweile schon einen beträchtlichen Vorsprung. Daher haben wir wenig Zeit. Die Skyans, das sind diese Wesen, die von außerhalb kommen und diese diesen Planeten terraformen und
uns töten und den Planeten für sich gewinnen wollen. Wir gehen ja einmal raus. Und später würden wir selber. Es ist wichtig. Wenn er selber spielt, macht er natürlich das Schwätzchen länger. Jetzt gehen wir einmal gucken, ob wir hier um die Ecke da müsst ihr mich ein bisschen coachen, wo ich das, in welchem Raum ich das finde. Ich glaube, hier in diesem Gebäude ist es nicht, dass wir mal die Bank zeigen, die Werkbank, an der man den Jetpack modifizieren kann. Ist das hier? Ich glaube, das war hier oben in der zweiten Etage, ne? Oder in der ersten Etage? Ja, eins drüber. Nach oben. Ja. Genau, nach oben. Und dann relativ in der Mitte. Ich glaube, unten gibt es auch einen, aber gehen wir nach oben. Da wissen wir zumindest, wo wir ihn finden. Okay. Auch hier gibt es übrigens eine dieser Plattformen, die man aktivieren kann, dass man immer hin und her springt und nicht immer alleine hinlaufen muss. Eingang ist hier vorne. Und ich drehe mal langsam mit euch. Hier sind verschiedene Werkbänke für verschiedene Zwecke. Hier kann man Munition herstellen, hier vorne Fernwaffen herstellen oder verbessern. Das auf jeden Fall. Eine Buddel Schnaps bitte mitnehmen. Ich glaube, das ist im hinteren Raum. Ich glaube, hier hinten links ist das. Da ist der Jetpack-Tisch. So sieht er aus. Das können wir jetzt noch nicht machen, weil uns zum Beispiel Elixid fehlt und andere Dinge. Aber was, könnt ihr mal erklären, was gibt es hier für Möglichkeiten? Also das wichtigste Feature, was wir erweitert haben, ist, dass man also in der Welt Treibstoff finden kann. Und wenn man genügend Treibstoff zusammen hat, dann kann man den hier investieren und vor allen Dingen höher und weiter fliegen. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche andere Features, die das Jetpack kann. Zum Beispiel kann man lernen zu hovern, ne? Dass man zum Beispiel auch besser Fernkampf machen kann während der Benutzung des Jetpacks oder dass man Nahkampf während des Fliegens lernen kann, um auch Fluggegnern zu begegnen, sage ich jetzt einfach mal mit so. Mit der Nahkampfwaffe halt, ne? Richtig. Genau. Und gibt es sowas wie einen Booster, da kann man zum Beispiel sich einen Schub geben und schneller fliegen und das kann man alles lernen. Das war eine Sache, die viele Leute gewünscht haben nach dem ersten Teil. Wir haben gedacht, eigentlich wäre das auch cool und dann haben wir das ziemlich früh schon hier während der Entwicklung eingebaut, also vor ein paar Jahren schon eigentlich, einfach um zu gucken, wie es sich anfühlt, weil wir damals Marvel Lego Superheroes gespielt haben und da gab es diesen Iron Man, der durch Manhattan fliegen konnte und der war so cool zu steuern, haben wir gedacht, das müssen wir auch haben. Und das haben wir dann ähnlich hier umgesetzt. So ähnlich lässt sich unsere Figur durch die Welt auch fliegen. Das heißt, wir haben gar keine Chance, wir rechnen sowieso damit, dass ihr überall hinkommt, wo ihr wollt. Aber dafür müsst ihr erstmal richtig fleißig exploren, sonst klappt das nicht? Das ist also eine Sache des Fleißes, würde ich sagen. Und Klopapier gibt es auch wieder. Ja. Also nicht nur rauf und runter fliegen, wie das, was ich bislang gemacht habe, auch zur Seite auf der Stelle schweben, vielleicht von oben mit der Fernkampfwumme auf die Gegner runterballern, aber auch vorne weg, senkrecht nach vorne fliegen, um größere Entfernung schnell zurücklegen zu können. Da muss man nicht seine Punkte investieren und die zusammen mit verschiedenen Ressourcen benutzen, um so seinen eigenen Spielstil auch zu finden. Das ist so eine der Neuerungen, neben den anderen Karten, den anderen Fraktionen, der anderen Story, die es gibt und all den Dingen, die wir euch gezeigt haben. Sieht man übrigens im Faction-Trailer, der schon draußen ist. Da kann man ihn fliegen sehen. Hier eventuell auch mal zwischendurch, das ist eine der Fraktionen-Übersichten. Die lasse ich auch im Hintergrund nochmal laufen. Da kommen so langsam zum Schluss. Rund um zu Lies werde ich euch das Spiel garantiert nochmal zeigen. Denn ich hatte schon ein bisschen angefixt. Normalerweise zeige ich ja Strategiespiele, aber die Gothic und die Nachfolger, die anderen Spiele von Jenny und Björn und von ihrem Team von Piranha Bytes, habe ich so viel privat rauf und runter gezockt. Das ist mir echt eine Freude, das dann nochmal zu zeigen.